an? Ja, halbe Stunde? Ja, ja, müsste ja, sogar eine halbe Stunde sein. Können wir ausfahren? Fahren, links fahren, links fahren, links fahren. Yep. Eigentlich? Da ist so ein Exit-Zeichen. Okay. Wenn man selber furzt, findet man es ja auch nicht so schlimm. Und andere Fürze riechen ja so, wie wenn man selber furzt. Digga, die eigenen Fürze riechen für den selber gut. Ja, ja, aber andere sind gut, ekelhaft. Ja. Fühlt ihr das? Wieso sind aber andere ekelhaft? Das macht keinen Sinn, obwohl die gleich riechen, ja, theoretisch. Ja. Das ist so, wenn du deine eigene Scheiße riechst. Ist nicht so hart, wie wenn du Scheiß von einem anderen riechst. Ja, ist so, das ist true. Ich finde aber beides nicht schlimm. Genau deswegen. Das ist crazy. Crazy statement. Du hast ja gerade erklärt, dass es beides das gleiche ist. Kacke ist Kacke. Wenn ich alles Brot gegessen habe oder ich. Das macht Sinn. Chat, was wollt ihr unbedingt noch sehen hier, was wir auf YouTube machen können? Gibt es irgendwas, was ihr unbedingt noch sehen wollt? Hausliegen. Ich weiß, was sie vielleicht sehen wollen. Was? Das ist aber richtig gefährlich. Ich glaube, viele interessiert die Hood. Ja, ja. Ja, Mann, lass mal. Aber hin. Wir können ja nur vorbeifahren im Auto. Ja, Mann. Ja, voll cool. Ja, du. Ja. Ja, macht ihr das zu zweit? Ich und Kalle? Ihr braucht eh zwei Plätze hinten für Dings, damit ihr das alles mitnehmen könnt. Die ganzen Sachen, Rucksack und so. Wo wollt ihr hin? Du fährst, ich film. Kommt nein! Hin. Warum? Ganz hier vorbei. Ich sag dir, das ist eine gute Idee. Die aber hört. Nur vorbeifahren. Lass hin, lass hin. Es ist chillig, oder? Nur fahren. Ich hab ein paar Backup-Kontakte, falls wir hin. Ja, yeah, siehst du. Oh mein Gott, Mann, wir sind überall connected, verdammt ja, beschissen. Aber so richtig dann macht mit Menschen treffen? Mit nein! Ja, Bro, wir können zum. Wir können zum es gibt gar nicht, es gibt so ein Nipsey Hussle Mural, also so eine Wand mit so seinen Stinks. In Compton, ne? Wo er, glaube ich, gestorben ist, aber da sind auch schon viele Touris bei umgekommen. Gibt's nicht auch Compton in LA? Ich hab gehört, was er gesagt hat. Da sind schon viele ja. Touris umgekommen. Bist du blöde? Du trägst eine falsche Farbe T-Shirt. Wir können ja. Einfach direkt nach dem Schießstand hin. Dann ist alles nein, auf jeden Fall eingeladen. Dann sind wir auf jeden Fall warm. So. Wir sind ein bisschen warm. Boah, bei mir könnten die denken, ich bin auch in irgendeiner Gang drin. Guck mal, wir gehen jetzt, machen ein bisschen Aimlabs und danach spielen wir Rank. Wir gehen in die Jungs. Okay, we warmed up right now. Mach mal Fenster ein bisschen Dings, weil es zu warm. Zu laut. Jetzt sind wir aufgewärmt. Okay, komm. Ich würde sagen, wir machen es dann auch mal kurz. Jungs, eine Runde nein, Rank. Nein, durchfahren. Eine Runde Rank. Du hast hier ein Drive-By. Nein, keiner macht Drive-By. Oder wo Drive-By? Wir haben keine Ops. Mein Arsch geht da nicht hin. Wir haben keine Ops. Vielleicht verhängst du nämlich mit anderem. Ja, okay. Ja, doch. Is that CJ? I'm not CJ, please. I'm from Germany. Who is that fake gay German? We shoot him. Ja, so richtig. Hallo. Wir können bei jemandem in der Hood einchecken. Ich hab eine Nummer. Wir müssen aber bezahlen. Wie? Er ist, keine Ahnung, ist OG Security. Er hat bei Kanye mit bei dem Beef geholfen. Als Kanye Beef mit. Wen hatte Kanye nochmal Beef? Mit irgendeinem anderen Rapper oder so. Und Drake? Das war von einem Jahr oder so. War er da so am Schlichten? Sein Name ist Briggs. Mit Pete Davidson. Briggs, so wie ein Brick, aber mit Doppel G, weil er. Mein Arsch treibt sich nicht mit Briggs. Ich will auch nicht zu Briggs. Nein, Briggs ist validated. Ich will nicht zu Briggs. Eine GTA-Location kommt in die auf jeden Fall noch nicht war. Proof? Randy's Donut? Kennst du nicht? What the fuck? Hier. Chat, was ist das? What? Bro, den speisen was GTA ist, Digga. Ja. Randy's Donuts? Hä? Hast du noch nicht gesehen? Rot. San Andreas? Rot, guck mal. Wow. Das sieht aus wie bei Mario Kart. Nein, Digga. What? Warte, das gibt's doch in GTA, oder? Warum geht's doch gerade? Guck. Rot hat keine Ahnung. Rot hat keine Ahnung. Richtig geile Donuts. Es ist nicht. Besser als Krispy Kreme. Es gibt irgendwie so eine Mission oder so, da kann man anfangen zu essen. Und das ist genau bei der Hood. Und dann isst man, glaube ich, dort. Oder man. Es gibt irgendwie so eine Mission, glaube ich, dort. Stimmt das? Bei San Andreas? Wer hat Bock auf so ein Video? Wer hat Bock auf so ein Video? Ich geh rein, ich bin Reporter. Wer hat nicht Bock auf so ein Video? Bin ich der Einzige, der sich nicht traut? Kalle?
Oder ich glaube, ich will vorbeifahren, nichts passieren. Vorbeifahren, aber nicht aussteigen oder so. Ja, ja, aussteigen muss ich nicht. Ja. Zu Randy's Donuts. Nein, Randy's Donuts, viel Spaß euch. Ich gehe da nicht hin. Also, ja, Randy's Donuts, ich schwöre euch, ist sicher. Ihr könnt mich zu Hause droppen. 100%. Ihr könnt mich zu Hause abdroppen. Das ist direkt in Compton. Mein Arsch geht nicht nach Compton. Bro, Slauson Avenue ist, wo du nicht hin willst. Slauson ist, wo du nicht hin. Die verwechseln mich, mit Shaquille. Ich bin nicht Shaquille. Und dann kriege ich einen Bullet. Ihr übertreibt, da passiert nichts, sag ich auch. Ja, es ist, wahrscheinlich passiert nichts, aber es könnte was passieren. Nein, passiert nichts. Junge, ich bin doch mein selber Arsch ein Schisser. Geht da nicht hin. Du willst jedes Mal dahin. Ja, aber ich bin doch selber ein Schisser. Ich würde ja nur vorbeifahren so. Das bringt doch nicht mehr was. Doch, Video. Video, warte, man fährt da durch, dann sagt man hier, lol. Hier ist es, glaube ich, Gesundheit. Hier ist es, glaube ich, Leute. Und dann sehen wir nicht mal irgendeinen Typen. Und schon mal weiter. Guck dich mal an, was da Donut gibt. Kann er? Schwöre, Boss. So einen Donut gibt's da. Aber ich bin. Ich mag so diese Glaze, so diese. Aber da gibt's so geile Donuts, Digga. Ich geh nicht zu Briggs. Ja, wie geht die XC? Wir gehen zu Briggs. Hau mal anders, Briggs. Nee, ich Briggs, ich kenne Briggs in Berlin. Ey, das würde Briggs gehen. Allein, ich hoffe, Dori wird gejumpt wegen seiner Kamera. Ich hoffe, Dori wird gejumpt wegen seiner Kamera? Ja, ich bleib eh zu Hause. Ich hoffe, Dori wird gejumpt, die Kamera wird geklaut. Nein, Kameramann überlebt immer. Ja, deswegen, ich mach Doku. Immer. Ich mach Doku. Sagst du? Das ist immer, das ist das Motto. Camera guy always survives. Damit die sehen. Die sind immer sicher. Yeah, Dori, dein Arsch ist sicher. Ist das wirklich so? Ja, Camera Guy always survives. Yes! Das ist für ein schlechter Call. Das ist doch so ein Horrorfilm. Rede, du bist dran als erstes. Nein! Ich würde wirklich dran glauben müssen. Ich würde in den sauren Apfel beißen. Diese Kinderachterbahn gerade. Ja. Und dann denkt ihr, ich gehe in den Compton? Und dann, Sidney, du kannst nicht mit so einer Angst durchs Leben gehen. Ja, Sidney, du musst doch mal was machen. Mein Arsch geht nicht nach Compton. Roland, wir fahren nur das vorbei. Ist der, wenn ich mir eine Stadt aussuchen könnte, wo ich nicht hingehen würde auf der ganzen Welt, dann wäre es wahrscheinlich Compton. Dicht nach Chemnitz. Ja, das war ich das letzte Mal in Compton. Chemnitz. Das war ich das letzte Mal in Compton. War schon mal in Dresden? Mit Lowrider? Ja. Ich glaube auch nicht, dass es heute noch so schlimm ist und so. Das war bestimmt früher richtig schlimm. Aber es muss nicht sein. Geht Skid Row. Was ist das nochmal? Skid Row, wo die ganze, wo das ganze Camp und so ist. Ah, diese Obdachlosen. Das gefällt. Die haben nichts zu verlieren. Da kannst du auch hin. Skid Row. Was da? Diese Obdachlosenviertel. Da waren wir doch schon. In mal. Downtown. Wir waren da nie. Nee? Nee. Sag doch mal was. So Aufklärungs- das Ding ist, die sind zu hyperaktiv. Top Supreme war da auch. Ja? Ja. Aber da sind die sind so, da habe ich ein bisschen er hat Angst. Er hat so an den Zelten geklopft und so. Echt jetzt? Ja. Oder Top Supreme hat keine Angst vor gar nichts. Das ist nicht dran. Also hat Rort Angst. Nee, Digga. Und Dori wird gejumpt. Was? Wie können wir denn, Digga? Ist nicht dran. Ich hab besonders nicht so Angst. Vielleicht auch einfach, weil ich noch nicht gehandelt wurde. Wir gehen einfach zu Roscoe's Waffles. Also mir fängt immer wieder was Schlimmes passiert. Deswegen habe ich nicht so viel Angst. Du bist aber auch der blondeste in der Crew, Digga. Ja, ich weiß. Aber sehen die nicht bei Touristen so erst recht so easy, yo? Nicht? Weil die wissen so, wir haben keine Waffen. Wir werden Angst haben vor denen. Ja, aber die werden dann aber überrascht sein. Wir haben keine Waffen. Ah doch, wir haben sogar Waffen dann. Wir gehen mit Waffen in die Hood. Wir reversen das. Wir jumpen die. Ja. Also in der, Base in der P. Wir machen Base Ray. In der P. Nimm mal kurz die Straße. Das ist so wie wenn man sagt, wir fahren zu dem Block zum Kleinen, ne? Boah, in der P. So ein Fight, ne? Versteck mich irgendwo auf dem Haus, warte bis alle tot sind.
Und dann streichst du einen Funk ein. Ja. Ich hab eine tot, noch eine tot. Liebe Toni Kroos. Nein, hier Airstream. Was hier Airstream? Will ich die Runde auf? Ja, Mann. Keine Idee. Ja, Mann. Einfach onstream vielleicht sterben. Digga, ich sehe schon, dass in Japan und so irgendwelche Streamer geschlagen werden oder so. Ja. Streamer on cam, Playstation, was weiß ich alles. Wir sind in LA, das ist schon risky. Und dann unser Arsch. Ein Karten. Boah, wie weit ist eigentlich Karten? Wie weit ist das? Das sind big ass Streamers from Germany here right now, bro. Millions of followers. Also, ich habe manchmal so, gesehen, selbst wenn wir durchfahren, die verfolgen uns dann, die verfolgen unser Auto, wissen dann, wo wir wohnen und dann sind wir tot. Was hast du uns letztens noch erzählt? Was? Das hast du uns vorgestern noch erzählt? Dass nein. Dass teilweise man. Ja, wenn ein Auto verfolgt. Digga, was haben wir an? Gar nichts. Was wollen wir denn? Die wissen, dass wir denken, dass wer wir sind. Wenn die wissen, aber die wissen ja nicht. Irgendein Kontaktmann gibt denen so Informationen. So, there's a live stream going on right now. They're in Santa Monica right now. They're driving down the highway to South. So ein Scheiß? Sydney ist wirklich. They think about content. Sydney denkt wie in einem Film so. Bis jetzt ist auch alles wie im Film in Amerika. Ich wurde noch nichts wurde irgendwas widerlegt. Alles, was ich sehe in Filmen, das trifft hier alles zu. Oder wie angekommen mit College und so ein Scheiß. Als sie angekommen sind? Hast du es erzählt? Wo? Als sie zu Hause angekommen sind? Ja, Angst. Guck mal, da hatte ich keine Angst. Ich hab gestern. Wir kamen gestern an, unsere Tür war offen. Nachdem wir waren, ganz nach draußen. Ja, Flohmarkt und so. Flohmarkt, Essen, bla bla. Unsere Tür war offen und wir haben gerade geparkt. Und dann hat niemand mehr geredet. Alle haben nur noch so, keiner hat mehr geredet. Oder du sitzt im Auto, fährst die Auffahrt rein und siehst, unsere Tür ist offen. Ja, und so Licht überall an und so. Also die Tür war offen. Nicht so ein bisschen. Ja, ich dachte, da sind Leute drin. Ja, und ich hatte auch Angst. Und wer ist reingesteppt wie ein Mann? Wer meinte, ich gehe? Wie ein Mann, du willst nicht noch kommen. Aber ich war wirklich überrascht, weil der ist da einfach reingelaufen. Ich hab Verantwortung übernommen. Ich meinte, ich gehe rein. Und ihr kamt nicht mal hinterher, ihr habt ein Auto gewartet, ihr Pisser. Ihr Pisser. Ich guck so oben rüber, weil da unten ist so unser Glas so blurred, also so verschwommen, dass man nicht durchgucken kann. Ich guck so oben rüber. Da hast du alles auseinandergeworfen, Kartons und so. Aber das war von Rotz, Monitor und so. Ich dachte so, fuck. Dann ich ritte so an der Tür, die war zu. Und dann wusste ich, dass keiner drin ist. Ist hier die Snowfall? Ist die Snowfall die Serie? Nee. Schade. Chad, ist die Snowfall-Location in L.A.? So die Straße von Snowfall, ist die in L.A.? Ja. Ich frage mich immer, wie sowas gefilmt wird. Da wohnen doch Leute. Die machen die komplette Straße, die machen das abends meistens. Und dann machen sie Fake-Licht, dass es so am Tag aussieht. Ja. Es gibt auch diesen Film mit Once Upon a Time in Hollywood oder so. Ich schreibe ja. Die haben direkt vor unserer Tür gefilmt. Die machen auch von 2 Uhr, also von Mitternacht bis 6 Uhr morgens zu. Komplette Produktion bauen die auf für $1,000 und bauen jetzt alles wieder ab und machen das eben ab. Das kostet so viel Geld. Lol, aber da wohnen doch Leute teilweise. Die kriegen davor so einen kleinen Zettel an der Tür und dann kriegen sie so ein Notice. Dann wird ihm Bescheid gesagt, von der Zeit zu der Zeit. Okay. Kriegen die Geld dafür, die Häuser? Und vor deinem Haus was gefilmt wird? Nicht? Schade. Arme! Kann man auch meinen sagen, wegen Privatsphäre oder so? Was ist, wenn du draußen Basketball spielen willst gerade? Darfst du nicht? Ich bin krank. War Mike schon mal in der Hood? Wir waren schon ein paar Mal in der Hood, ja. Was habt ihr da so aufgenommen? Gar nichts. Ich hab mal Verbrechen, ich hab Leute, die mich ausgeraubt haben, mal in der Hood verfolgt. Was hast du gemacht? Wie bitte? Bei uns wurde mal eingebrochen und ich bin einfach, ich hatte einen AirTag drin in meiner Louis-Tasche. Und dann war ich, glaube ich, so in der Mitte von Compton. Ich rufe meinen Kollegen an. Sein Name ist Kiefer. Ich so, Kiefer, weißt du, wo ich gerade bin? Ich kenn Kiefer. Ja, Kiefer?
Er ist auf jeden Fall mega validated. Ich schicke ihm meine Location. Er sagt, hey, yo, you're really in the hood right now. You're in, like, the sweet spot. Ich so, alles klar. Hab den ganzen Block auseinandergenommen. Nicht selber. Ich hab die Bullen angerufen. Du hast die Bullen angerufen? Ich zeig dir ein Video, Digga. Man denkt gerade, er ist reingegangen, hat so einen neuen Kills gemacht und ist weiter gesteppt. Einfach ich Ace. Ich hab meine Tasche zurückgekriegt und so ein Typ wurde im Bein gebissen auch. Was? Ja, es war, Digga, von es war wem? Von dem Mensch? Nee, von dem K9, von den Hunden. So Schäferhund, ne? Ja, ja. Also das geht schon ab, Digga. Das ist zur Hölle. Das geht schon ab. Das war kurz vom Oktoberfest auch, Digga. Ey, Kalle will das hier nehmen. Oh, nee. Chat. Kalle will das hier nehmen. Digga, das sind Vitamine. Bruder, das haben wir für 2 Dollar beim 7-Eleven geholt. Sexual Energy Support, Physical Energy Support, Mental Energy Support, Circulation Support. Alles Mögliche. Bruder, ich pop das jetzt. Wenn du das nimmst, nein, nicht beim Autofahren. Nein? Nein, die wird schwimmen. Bruder, wenn du das nimmst, das ist schlimmer als Heroin, glaube ich. Was du, Digga? Bruder, es hat 2 Dollar gekostet und du nimmst 10 Pillen auf einmal mit 10 verschiedenen schlechten Farben. Also das ist geistkrank. Aber wir haben eh eine Wette. Ey, gemacht. Mach mal deinen. Ah. Wir haben ja eine Wette gemacht, deswegen nehme ich das ja. Ja. Alle machen Albanienflaggen. Lass mich das ein bisschen zu viele Details. Ah, okay. Aber ja. Alle machen Albanienflaggen, mein Chat. Was für Flaggen? Albanien. Bist du ja. Albaner? Ach so, wegen mein Vater ist Albaner, ja. Da kam der Albaner raus den Abend. Aber ich habe meine Tasche zurückgekriegt. Kurze Story, ich habe meine Louis-Tasche zurückgekriegt nach ca. 6 Stunden. Zufilmen so? Ja. Da war ich auch abends in der Hut, Digga. Also es ist nicht so wie man denkt. Du darfst ihn nicht so lange umtreiben, weil da viele Gangviertel sind. Meine Gegend hat überall Tags auch. Von MS-13 Rivals. Ich weiß nicht, wie die hießen. Was heißt Tags? Diese Spray-Dings. Da kennst du noch damals San Andreas, musstest du Grove Street machen. Da bei mir sind überall Tags auch in der Gegend. Was kaufen wir jetzt hin hier? Nee, das ist bei mir zu Hause, bei mir in der Hood. Jede Hood, du kannst auf eine Map gehen. Da fahren wir jetzt hin. Bro, du kannst auf der Map gucken. Jede Ecke von Hollywood, LA, irgendwas gehört zu einem bestimmten Gang, zu einer bestimmten Gang, die kontrolliert wird. Auch wo ich wohne? Ja. Wer sind meine Daddies? Da weiß ich nicht. Immer klopfen muss, die an der Tür und sagen, Schutzgeld bitte. Wie heißen die? Okay, weiß ich nicht. Please. Bruder. Wer sind meine Daddy? Wer sind die bei uns? Wer besitzt mich? Einfach die, wer kann bei einfach mir die Broncos. Morgens, wer kann bei mir morgens reinkommen und meinen Arsch ficken und ich kann nichts machen? Das ist die Frage. Wer sind die? Jedes Viertel. Fast jedes Viertel, ja. Bei mir nicht. Ich glaube, bei dir schon so. Wer ist bei dir? Ich weiß, ich habe deren Hände noch nicht geschüttelt. Musst du dich so vorstellen, yo, I'm new. Can I apply to this apartment, please? Du willst gar nicht einziehen. Warte, guck mal. Nein, kurz am Handy. Willst du? Der Quark. Immer so wieder? Das ist der Quarkige. Der Quarken, der Quarko. Der Quarko. Warte, guck mal, sorry, guck mal. Guck mal meine Hand. Mach mal wieder. Nee, scheiße. Habt ihr schon mal eine Waffe geschossen? Außer bei GTA, Counter-Strike oder Fortnite. Ah, dann nicht. Noch nicht? Dann nicht, nee. COD? Ist easy, aber ihr müsst ein paar Regeln hat wissen. Hat noch niemand? Ich schon. Von euch? Ich nicht. Ich sag, ich bin so gut da drin. Er sagt, er hat das im Blut. Ich habe einmal. Was bedeutet das? Ich habe schon einmal Biathlon gespielt. Biathlon haben wir in echt gemacht mit der Nationalmannschaft. Und ich wurde interviewt von irgendeinem Olympiasieger, wie ich so gut sein kann da drin. Was? Also muss ich auch. Man läuft so 3 Kilometer zum Beispiel, legt man sich hin, musst du Zielschießen machen. Und pro Dings, den du verkackst, musst du Strafrunde machen. Und ich hab 19 von 20 getroffen. Auf eine richtige Range. Ich sag, das ist gelungen. Es gibt ein Video davon. Guck mal, ich such. Ah, ich schwöre an dir. Kannst du das Handy nicht abstellen da? Nee, es hört nichts.
Wir haben gleich so einen Saugnapf. Biathlon ist, by the way, auch ein wildes Sport. Aber ich kann das irgendwie. Man muss schnell seinen Atem regulieren. Gut zielen, ein Auge zu und nein, auf geht's. Also die Temperatur runter. Okay, wie finde ich das aber? 75 ist zu breit, 66. Ja, sag ich ja. Jet, ist die Qualität immer noch so tipptopp, auch wenn wir rumfahren, Jet? Cool. Smooth. Ich weiß nicht, wie ich das finden soll. Hey, ich wurde gehackt auf Facebook, glaube ich. Guck mal mein Profilbild an. Sag mal. Das bin nicht ich. Ich wurde gehackt. Das bin nicht ich. Das bin nicht ich. Meine ganzen Sachen sind weg. Nee. Videos? Orlan Riede, du hast keine Meisterschaft gewonnen. Was für eine Meisterschaft? Ja, auf damit. Ich bin gut im Biathlon. Ich suche. Internet besser als in Deutschland? Ja, das war nicht so schwer. So, Biathlon. U19 waren wir da, glaube ich. U19, Deutschland. Für YouTube jetzt. Oh nein. Ach Mann, das ist jetzt. Mann, Riede, laber keine Scheiße. Das ist hast wirklich nie Unheil. Gut geschossen. Oh nein, doch, ich bin gut. Ich hab's in meinem Blut. Mann. Oh Mann, es gibt keine Videoaufnahmen davon, ne? Nein. Junge. Es ist auch schwieriger mit einer Handwaffe oder Pistole zu schießen. Weil wenn du so mit einer AR schießt, Digga, das ist easy. Das also kann Sniper-mäßig. Ja, das ist alles easy. Mit einer Handwaffe, da kommen so deine Talente raus. Du wirst gleich sehen, Bro. Ja, mal sehen. Ich glaube, ihr fangt mit meiner Glock an. Da gibt es keine Hilfe, weil mit Visier und Crosshair ist es Cheat Code. Ich hätte eh. Aber du darfst deine Waffen damit mitnehmen? Ja, du musst dich nichts mieten. Wir können noch ein paar extra mieten da. Vielleicht eine Barretta oder so, dann einen Revolver. Revolver hat voll den Rückschuss, oder? Nee, wenn du. Es gibt ja 9mm und dann gibt es das nächste Kaliber hoch, ist 40. 44er Magnum. 40 und das sind halt richtig. Also schon ziemlich größere Bullets und die haben auch einen größeren Rückschuss. Fette Magnum. Jetzt sucht er die ganze Zeit, wo er da links ge... Also wirklich. Ich bin Biathlon-Spieler. Oh nein, keiner glaubt dir das, Rede. Von dir, wie weit müssen wir zum Skistand? 15 Minuten oder so. Okay. Los. Fahren wir jetzt gerade zu dir? Bei mir, weil ich da, man darf die Waffe nur von A nach B transportieren. Du kannst dich irgendwie zwischendurch in McFlurry bei McDonald's holen oder so. Du musst von A nach B machen. Okay. Und ich muss euch davor noch eine kleine so Safety Lesson geben, so 2-3 Minuten. Ich kann das nicht. Ich muss euch zeigen, wie man eine Waffe ladet, Magazin ladet, entladet, wie beim man sie Skistand? Hält. Das machen wir bei mir jetzt. Warum bei dir? Weil beim Skistand, wenn sie dich fragen, ob du weißt, wie man eine Waffe handelt, also alles bevorm Schießen, und vielleicht sagen sie, ja, kannst du mal entladen, kannst du mal ein Magazin rausholen, kannst du mal gucken, ob sie entsichert ist, und das musst du dann alles also vordemonstrieren. Also müssen wir bei dir kriegen wir eine. So eine kleine Schulstunde, wie man mit einer Waffe schießt. Genau, genau. Weil es ist der Typ wird entscheiden, so wahrscheinlich von dem Aussehen her, ob er weiß, wie man eine Waffe dealen kann. Mit der Mütze weiß ich nicht. Echt? Also keine Mütze? Ohne Mütze hin? Oh Mann. Meine Mütze muss weg. Die Mütze ab. Ja, das wird gut. Was mit, glaubst du, Sydney, lassen die rein? Ja. Wer kommt eher rein, ich oder Sydney? Weiß nicht, der eine hat Durag an, der andere hat so eine, keine Ahnung, wie man die Mütze nennt. Was ist das für eine Mütze überhaupt? Woher ist die Mütze? Glowstore. Nice. Kennst du den? Nein. Melrose Avenue? Das ist so ein Chief Keith Glowstore. Ah, ja, ich weiß nicht. Ja, genau. Ja? Da haben wir den her. Das ist so eine Sonne.
Oh my god, man. Also wenn Sydney reinkommt und ich nicht, dann wird protestiert. Bei der Arbeit. Hola, scheiße. Dann wird protestiert hier, wenn Sydney reinkommt und ich nicht. Suchte mir noch nach dem Bruder, das Thema ist schon einmal durch. Ich bin trotzdem gut im Jagd. Ride sucht die ganze Zeit sein Triathlon-Video. Olan Ride. So ein du hast. Ich nicht bin gut im Biathlon. Ich kann Biathlon, schießen. Biathlon. Biathlon. Nein, Chat, ich finde die Cap einfach fresh. Die hier. Also die Mütze. Schaut sie euch an. Findet ihr die nicht cool? Das ist ein Elefant? Nee. So. Das ist aus dem Double Cup trinken. Achso. Fällt dir die nicht, Chad? Ich mag die. Mach Facetet, dann kommst du eh rein. Schreibt einer. Crazy. 90 Dollar schon hart. Ich wusste gar nicht, was die 90 Dollar gekostet hat. 93. Und dann, die hat meinen Übergang verkackt. Ist nicht so schlecht. Ich komme nach rechts einfach. Doch. Schätz mal ein, wer hat das beste Aim von uns? Ich. Keine Ahnung. Ich glaube, du kannst gut Aim haben. Kann ich vorstellen. Cindy vielleicht danach, ja? Oh, wir machen einfach, jeder holt sich 2-3 Zettel und dann gucken wir, wer die Punkte sammelt. Wer das schlechteste Aim hat, muss irgendwie Punkte machen. Weil du kriegst ja mehr Punkte, wenn du die Mitte machst triffst, mehr Damage dann machst mehr Damage dann im Kopf und so? Genau, ja. Geil. Ja, ich rasier das Ding. Hoffentlich. Ist Headshot immer One-Shot? Das Ding ist, ich kann mich nur blamieren. Das sind super Reiche. Ja, ich kann mich nur blamieren, nicht weil ich rede. Doch, du redest groß die ganze Zeit. Ja, normal, wenn wir sagen würden, ich mache jetzt Sprintduell, würde ich auch sagen, jo, ja, ich gewinne wahrscheinlich. Aber das ist ja nicht so obvious, dass du gleich gut schießen kannst. Well, well, well. Well. Also ich sage, ich habe das beste Aim hier. Da war er endlich. Ich habe das beste Aim hier in der Gruppe. Immer rechts. Ich sage, ich smoke dich. Aber wenn es rot ist, ist es wie ein Stop-Sign. Also musst du nur kurz stehen bleiben und dann rechts. Ich smoke dich vor. Du smokest mich nicht. Junge, ich habe jahrelanges Training. Woher? Du wirst gleich sehen. Wann hat dein Arsch geschossen? An den AP. Ach so, oh mein Gott. Oh, Blatt ist nicht Big Sosa. Alan, ich hab Aim. Tony Kroos auch. Tony Kroos hat auch Aim. Ich hab auch Aim. Tony Kroos ist scheiße. Ja, und ich hab viele Kills gemacht schon. Du hast nicht viele Kills gemacht. Ich glaube, ich habe in meiner RP-Karriere, Real Talk, so 2 Leute getötet. Mehr habe ich nicht geschafft. Und ich war schon in 20.000 Schießereien drin und so. Ich verstecke mich immer nur im Busch. Und dann stellst du dich tot. Scheiße, ja. Ja, man, ist ja so. Bitte, bitte. Ey, mach mal Big Soße Stimme. Red mal bitte wie Tonico. Ey, das war damals das Schlimmste, als mich Zuschauer getroffen haben. Kannst du ein Video machen für meinen Bruder? Kannst du meinen Kollegen in Big Sosa Stimme grüßen? Das war das Schlimmste damals. Yo, Adi, Mann, schöne Grüße. Yo. Yo, verdammte Scheiße, Adi. Kannst du Stimme? Ja. Ja? Wirklich? Yo, no, Plaka. Hey, Ibi, Big Sosa, Chloe, Chloe, bei RB jetzt. Maybe, Chloe. Keine Stimme gut? Na, maybe jetzt auch, Big Sosa. Nein, Sydney ist nicht U19 DFB. Doch, Jack befindet das. U19 DFB gibt's nicht. Doch, ich war mit U19 DFB im Trainingslager, dann waren wir in Österreich, dann haben wir einen Biathlon gemacht mit den Biathlon-Olympioniken. Und ich wurde danach interviewt, warum ich so gut bin. Und das. Aber ist dieses Facebook Biathlon dasselbe wie Schießen? Ich
Ich habe nur so hier geschossen, so. Weiß ich, was er meint. Neben Liegen, Digga, alles, was Langwaffen sind, zählt nicht. Ja, das erste Mal, wo ich eine Sniper geschossen habe, da war erster Schuss schon drin, das ist halt so easy. Bei mir auch. Handwaffen ist, wo dein Talent rauskommt. Da werde ich nämlich rumsmoken. Woran denkst du gerade, Digga? Ich? Ja. Nicht das Smoken, Mann. Nein, ich denke an mein Aim, wie gut ich sein werde. Okay. Weil ich sag, lass uns Subwetten machen, ich bin der Beste hier. Außer du. Maybe. Ich war lange nicht mehr schießen. Also 2 Monate nicht, das ist für amerikanische Verhältnisse lange. Für Amerikaner einfach 2 Monate schießen ist so ein... Ich habe meine Membership nicht erneuert. Mein Sub habe ich nicht erneuert. Hast du deinen Sub nicht erneuert? Nein. Bist du Sub im 20. beim Schießen? Nee, ich hatte so ein Jahresabo, da aber das ist schon abgelaufen, glaube ich. Sub im 12. so. Wie viel kostet du ein Jahresabo schießen? 110 oder so. 110? Da kannst du hin, wann du willst. 110? 110 im Jahr, ja. Hä? Wie billig? Meine Mods haben's gefunden! Bro, das ist ja nicht mal, das ist nicht mal 9mm, Digga. Das ist so eine... Yo, shut your bitch ass up! Gut, aber nicht! Aber, ein potenzieller Agiert 91, der wertvolle Tipps gibt. Etwa 600 Meter Laufbahn. Jetzt hörst du, was du sagst. Eine neue Herausforderung für die U19-Jungs, bei denen aber auch ein potenzieller Biathlet auf jeden Fall dabei ist. Sydney Friedes Bilanz überragt die der anderen deutlich. 18 von möglichen 20 Treffern. Was? Wichtig ist der Atem. Warum ist es gut Time? Guck mal, wie gut ich bin! Sydney Friede, Biathlon-Talent! Das bin ich! Ein potenzieller Biathlet, das bin ich! Ja, Korb, wa? Mal an Rede! Jetzt ist Ruhe im Chat! Was willst du sehen? Woher das sagt, den Treffer? Deswegen sagst du? Biathlon-Talent! That's me! Deswegen sagst du, du bist gut im Schießen? Ich habe einmal geschossen, Bro, und ich war ein Talent. Ist Atem wichtig? Ja. Bei Biathlon ist halt, wenn du davor 3 Kilometer läufst. Ich denke, der Griff ist wichtig. Du musst wirklich so einen guten Grip haben. Einmal W's. Zeig dir mal. Einmal W's im Chat. Einfach den Dings gemacht. Den Reason und Amar. Einmal mit den W's im Chat. Jungs, ich gehe auf Klo, einmal W's im Chat. Jungs, geh auf Klo, mach so lange mal W's im Chat. Oh, das kommt eine schlechte Wette. Mal ein Riede. Ja, Korb, wa? Alter. I'm hard. Gibt's so einen? Ich hab noch 5%. Halt du mal bitte, Digga, ich kann nicht mehr. Ich hab noch 5%. Die schreiben L's. Bei mir schreiben die W's. Die schreiben Bananen bei dir. Was so, ey, dein Chat? Nein, gibt's nicht. Junge, wie lügst du? Da ist nicht eine Banane. Guck mal, daran merkt man. Der lügt einfach. Und jetzt, weil er es gesagt hat, kommen vielleicht ein paar Bananen, aber die kommen von dir dann rüber. Komm, Dori. Oder Calvin. Oh. Mann, ich kann nicht snappen, wenn ich Dings nur 5% habe. Ich muss arbeiten. Ah ja, wenn du reinkommst, dann kannst du 5 Minuten laden. Hast du da ein Lightning-Kabel? Cool. Können wir das mitnehmen? Können wir ausleihen, ja. Ja. Alter, guck mal den Chat an. Ja, weil du das gesagt hast jetzt. Ja, Mann. Dann ist es voll normal. Guck mal meinen Chat an. Ja, bei dir auch. Hier, guck. Helen mit einer Banane. Bruder, guck mal, bei dir ist dein Chat ist voller Bananen und Affen. Ja, weil du das gecallt hast. Bruder, ich hab gesagt, jetzt schreiben die Banane rein. Ja, und natürlich gehen sie dann rüber und schreiben dann Banane rein. Bei mir ist nichts. Das sind deine Zuschauer. Bei mir, die schreiben Kristalle. Ja, gib Kristalle bei Snapchat. Hast du ein Kristallen-Emoji? Nein. Bei mir ist nichts. Und guck ich. Und wir dürfen das streamen? Ja, es ist überhaupt krank, dass sowas online bleiben darf, so ein Stream. Guck das mal an. Das ist crazy.
Das ist immer, wenn ich die Kamera in die Hand nehme bei Rohrchat. Das ist fucked up. Immer, wenn ich die Kamera in die Hand nehme. Ach, ich darf nach rechts fahren, oder? Ja, bei Rot immer rein. Das ist aber voll weird. Das ist ganz weird. Leute, warte, hier wird diesen Text und sowas. Also hier filme ich am besten nicht raus, ne? Doch. Nee, oder? Ja, wenn ich mal gehen. Ja, ich filme nicht mehr raus. Die Tags sind überall. Ja, aber weil du sonst liegst, wo du wohnst, so nicht. Ach so, ja, dafür, ja. Wir sind hier schon nächste Woche. Ich zeig euch nicht, wo wir wohnen. Gehen wir einmal raus? Ja, das andere kostet. Alright! Chat, ihr lernt bald KK kennen. Wie? Wann? Wo? Im Video. Ach so, ja. KK. KK, W-Mans. Das war so ein schwarzer Basketballer. Er ist KK, Rotten, hat ihn mal King Kong genannt. Nein, ich hab ihn gefragt, KK. We with KK, my boy KK. Und dann guckt er so in die Kamera und sagt so, King Kong. Und ich frag so, ist das wirklich dein Name? Und er meint so, ja, er heißt King Kong. Was hast du dann gemacht? Nichts. Du bist einfach zu mir gerannt und meintest, der Schwarze heißt King Kong. Nein, hab ich nicht gesagt. Ich hab gesagt, KK steht für King Kong. Das hört man doch alles im Vlog. Hör auf, mich als Rassisten hier darzustellen. Na, rede. Ja, ich weiß auch nicht, was daran so lustig ist. Ja, und dann schneid das mit diesem Dudelsack rein. Du Dudelsack, nicht im Dudelsack. Oder wenn wir das rein. Kann man das im Stream erzählen? Nein, lieber nicht. Ja, wir wussten es ja nicht. Ja, dann sagt ihr doch. Im Stream geht das schon. Okay, also, okay, es war eine. Fahrten. Wir haben immer so Fox laufen lassen bei uns. Kannst du hinter den Weißen? Bei uns im Fernsehen läuft die ganze Zeit Fox 11. Ja, und da war so eine Show, wo so Leute mit Dudelsack gespielt haben und Sidney hat sich die ganze Zeit lustig gemacht. Du Dudelsack spielen. Du auch. Und das ist so lustig aussah. Du hast mitgelacht. Und so, du hast so mitgelacht. Und dann kamen so welche und haben so eine Rede gehalten, hat er auch gelacht und dann hat sich herausgestellt, dass es einfach eine, wie nennt man so eine Rede? Eine Trauerfeier. Das war eine Trauerfeier, weil ein Polizist gestorben ist. Digga, ey, ihr seid so Boah, soll man das wissen, Junge? Das ist crazy, Digga. Da war nur du, sagt man, 5 Minuten lang. Soll ich denken? Und der hat auch gelacht. Bruder, das ist respektlos. Meinte, du bist richtig respektlos. Ja, und ehrlich, was ist das für ein scheiß Instrument und so? Solchen Leuten. Findet ihr Dudelsack ist cool, Chat? So Leute supportet ihr. Das ist crazy. Ich sag euch so, wie es ist. Dieser Typ ist ein schlechter Mensch. Ich dachte, du hast auch gelacht. Ich hab nicht gelacht. Natürlich hast du gelacht. Der labert scheiße, Mann. Sag Wallah. Oh, we did it. Ich glaub nicht, dass ich gelacht habe. Ich glaub nicht. Ah, nicht zeigen, ne? Nee. Film okay, wie machen wir das? Halt nur auf Gesicht drauf. Okay. Kannst Kabel jetzt mal hier lassen, weil du hast genug Akku. Okay. Okay, Chat. Und wir kriegen jetzt eine kleine, aber feine. Was für den? Ein kleines, aber feines Tutorial, wie man mit einer Waffe schießt. Ist ja geil. Ich pull up in einem Lambo. Oh, jetzt ist die Sonne draußen, ne? Alter, schön. Ja, aber die kann am Strand. Was? Jemand einen Schlüssel? Ne, ich hab keine Schlüssel. Ja, Kalle muss ihn haben. Jetzt kommt er. Komm mal unter den Bechern oder so. Jetzt hätten wir da gar nicht losfahren können. Oh, Rahn. Wer hat das Auto aufgemacht? Als wir hinkommen. Schon. Das kann nur, wenn du den Schlüssel nah dran hast. So ein Sensor. Ach so. Ich hab's, ne? Nur rette Schüssel! Oh nein, wir finden den Autoschlüssel nicht. Ah, du bist doch als erstes rausgegangen vorher, da warst du schon drin. Oh nein, hast du denn sicher nicht? Nee, sicher nicht, aber. Wenn der jetzt da drin. Ja, oh mein Gott, Alter. Bruder! Wie kann man denn jedes Mal. Oha, ops. Oh mein Gott. Nee. Probleme. Echt? Nein. Oh, der wurde, hat Pullover gekriegt. Wie? Nee, wird er festgenommen? Wer wird gepackt? Packen wir das Auto? Packen das Auto? Nein, niemand wurde angehalten.
Na, ist nur ein regulärer so Pull-Up. Weil er wahrscheinlich den Stop-Sign entweder nicht gestoppt hat. Die warten manchmal so beim Stop-Sign. Und wenn du beim Stop erst damit die so einen Grund haben zum Anhalten. Gefahren. Ja, ist das Schlimmste, was man kann. Hätten die bei Kalle geparkt. Oder Kalle hätte, glaube ich, Herzinfarkt bekommen. Ich muss wieder zum Cousin. I don't know how to drive. Was? Was kann er sagen würde? Wäre ich so, hätte ich so Angst? Du hättest keine. Also es kommt drauf an, wärst du so ein 50-jähriger Bierpub-Typ, also aus Ireland, so, du würdest auf die Zugänge so, ey yo, I'm from Germany, we're beer brothers. We're kann sein, dass die Verbindung kurz weg ist, Chad. Fahrstuhl. Aber wärst so eine Frau wie die gerade, so eine Chaya, so eine Hot-Ass-Polizistin, weißt du, was ich meine? Da hättest du so Respekt. Ja. Da hättest du richtig Respekt. Was ist dieser Ding? Was willst du? Wie würde ich noch so reagieren? Du? Ja? Da hätte ich so... Wär so ein richtig alter Veteran, ja. Da hättest du auch so richtig Respekt zu sein. Kann ich spielen? Ja, kann ich spielen. Das heißt, okay. Ey, Digga, was hat der für ein cleanes Setup? Alter. Such mal Bestes. Pump me to the back. Okay. Was ist das hier? Diese Jungs werden wir mitnehmen. Erste Rule ist... Okay, Firma, bitte. Waffe muss immer nach unten gezeigt werden. Okay. Egal, was wir machen. Selbst wenn wir rum... Das ist immer nach unten zeigen. Das ist American. Und wenn ich dir die jetzt geben würde, musst du immer einen auf... Hey, guck, die ist leer. Aber trotzdem musst du sie noch so behandeln, als wenn nichts wäre. Das ist nur so ein kleines Teil. Und so, Sicherung, oder was? Wenn sie in die Hose reinmachen würde, so, dann hast du easy. Mach mal bei mir rein. Mach mal bei mir rein. Ich will selber reinmachen. So einfach. Mach mal über dein T-Shirt dann, mach mal über dein klebt. Nein, mach her. Hey, my friend, you got no Magazin in there. Ja, kannst du machen. Shut your bitch ass up. Ey, kann man einmal rausschießen? Nein, Bruder, bist du dumm? Das ist nicht schlimm. Okay, guck, das war die erste Rule. Nimm die raus und zieh auf mich. Egal, wo du die hinzeigst. Du musst immer davon ausgehen, dass sie geladen ist. Ja. Selbst wenn du jetzt siehst, immer geladen. Ich will nicht mit Tobi sowas machen. So, erste, hat er auf dich gezielt? Erst, was er macht, in einem Waffe raus und zielt auf mich. Dick hat mich bedroht. Er meinte so... Wir machen keine Späße, wenn wir dort sind. Danke. Das hätte ich doch nicht da. Dass wir aufeinander zielen. Okay. Das ist so eine Hüschenbox. Bleib voll. Kann ich mein Handy laden? Shit. Was? Falsche Richtung. Kann ich mein Handy laden? Falsche Richtung? So ist richtig? Warte mal. Oh. Ah, nee, du hast richtig gemacht. Sorry. Junge, was? Denkst du, ich bin Rookie? Ich hab immer noch Angst. Ich hab mir einen Schrecken eingejagt. Du hast mich bemerkt. Oh, nein, die Fresse. Oh, los, Sydney. Ey, wie geht die Scheiße rein? Ist meine Freundin, das macht sich fertig. Ah, okay. Erste noch drin, Digi, come on. Okay. Was passiert da? Kannst du das schnell? Ja. Aber du musst hier vorne reinmachen, dann runterdrücken und dann hier so. Ja, du drückst nur eine Seite runter. Und mach das einzeln. Zeig das mal, wie du das machen würdest. Ja, nicht viel schneller, aber... Digga, was, wenn der Gegner kommt, der ist in Russland, Ukraine gerade... Okay, warte, setz dich mal hin, David. Was machst du, Digga? Musst du schnell den Graben... Ich dachte, man haut sich da so ein Fünfer-Dings rein. Manche haben so ein, wie nennt man das? So ein Tool, aber dass du die damit... Kannst du auch noch reindrücken? Ja, genau, ich drück die so rein. Finger runter hier. Gib ihn. Dann geht's schneller. Okay. Und bei dir müssen... Wie viele passen denn da rein?
17 in den und 10 in den. 17. Und in einem laufen. Also 17. Aber gibt es nicht so Magazin, so Magazinerweiterung? Wie passen da rein? So? Extendo? Ja, weiß ich, aber davon habe ich noch nie was gehört. Achso, by the way, wir machen uns jetzt nicht wie die. Wir gehen auf den Schießstand und alles, was wir machen, ist gerade legal. Wir gehen jetzt in die Hood. Nein, Bruder, brauchst du was? Also von so. Dave, von so Extendo hast du noch nie was gehört. Nein, noch nie. Der ist voll. Ich kann es aber von links. Beim Waffenkammer in Fortnite kann man Magazinerweiterung machen. Das ist ein bisschen so. Und dann, die habe ich schon rausgenommen, weil wir dürfen im Skistand keine Hollow Points haben. Okay, gib uns mal so einen Kurs, was man links Was für ein Kurs? Erstmal, das weißt du schon dann. Okay. Und siehst, hier hast du die Waffe. Warte mal, ist ja schon voll? Das ist ein Beauty. So. Warum schreiben manche nein. Jens? Was ist Jens? Oder wer ist Jens? Wer ist Jens? I don't know. Who the fuck is Jens? Knolli? Es wird auch immer wegen diesem Spring da drin, wird es immer schwieriger zu drücken. Ah, okay. Weil er Druck ja da ist. Was? Wer ist Jens, Digga? Keine Ahnung. Knolli? Who the fuck is Jens? Was? Jens, Knolli? Okay, Knolli? Hier. Okay, das ist ein Teil hier, ist Sicherung. Siehst du? Okay. Sicherung an. Jetzt kannst du nicht schießen. Ready to go. Sicherung. Sind da gerade Bullets drin? Nein, aber die Sicherung ist trotzdem. Hier ist ja keine Dings drin. Das ist nur Licht, außer dass wir abmachen, weil das fällt immer beim Schießstand ab. Wegen dem Dings drin. Rückstoß, wegen dem Recoil. Genau. Sagen wir mal. An, nicht an. Und wenn er dich fragt, oh, guck mal, clear the gun for me, immer nach unten zeigen. Die Take ist hier, nach unten zeigen. Die ziehst du hoch und siehst diesen kleinen Nups hier rein. Jetzt sitzt er. Mein Arsch kommt da nicht rein. Ich werde den Test verfehlen. Kalle, der fragt dich so. Film mal, Uri. Was? Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich rede gerade. Es ist easy. Es ist easy. Ich rede gerade. Ja, ich rede gerade. Und hier zum Beispiel bei der Glock. Guck mal, bei der Glock zum Beispiel gibt es keine Sicherung, die ihr sehen könnt. Okay. Die Glock hat eine Trigger-Sicherung. Siehst du, dass da zwei sind? Alter. Du musst beide drücken und dann geht sie rein. Siehst du? So funktioniert es jetzt nicht. Wenn beide gedrückt sind, gehen sie rein. Warte mal, zeig mal nochmal. Hier gibt es keine Sicherung. Also so aus Versehen geht sie nicht an. Du musst schon beide Finger drauf haben, damit du die Sicherung. Die hat eine Trigger-Sicherung hier. Okay. So geht das mit der. Das ist die beste. Und das ist auch sehr easy. Die ist easy, Digga. Ja, fand ich interessant. Ich helfe euch auch, wenn ihr da seid. Also. Am Stand. Ich werde den Test so verhehlen, ich habe keine Ahnung. Sorry, can you add? No, I don't know. Can you clear the gun for me? No. Can you clear the gun? How? Can you do it, please? Das heißt, wir dürfen. Ja, alles, was dir gezeigt wird, wird hier getan. Aber auch bei YouTube? Ja. Ich habe zum Beispiel die Szene, ich weiß nicht, ob du den Video gesehen hast, die bist zensiert, so. Aus Sicherheit einfach. Kommt so auf so ein paar Plattformen an. Zum Beispiel Snapchat, wenn du Geld auf Snapchat machst, dann schieben die auch Filme, wenn du zu viel Brust zeigst von Mädchen zu sexuell, ja. Waffen gezeigt werden. Ich habe meine Snapchat in der WhatsApp-Gruppe die Waffe geschickt, wurde sofort meine WhatsApp-Gruppe, habe ich eine Warnung gekriegt. Also. David, Warnung in der WhatsApp-Gruppe bekommen. Ja, ich habe an so ein Update geschickt und da habe ich direkt nichts. Aber es war auch auf so ein Humvee drauf mit so einem 50 Kaliber. Ich weiß nicht, ob es daran lag, aber musste ich zensieren. Ein paar Fragen nach den Preisen, David. Wie viel kostet so eine Glock? Ja, true. Die kostet so 4,99, 4,50. Die ist aber sehr rare. Deswegen kostet die 4,99? 450. Achso. 450, aber 4,99. Der Wert von der hier ist gerade wahrscheinlich 1,5, weil die so rare ist. Und die kannst du neu kaufen, 6,99, 7,99 mit Steuern. Alles die traden dann so ein bisschen. Hören sich dann anstatt Schuhe für einen Card, kaufen sich eine Gun ja. Und holen sich damit Schuhe. Ich könnte im Waffenladen gehen und sagen, genau, ich könnte traden, Cash kriegen. Und die hier zum Beispiel nur 6,99. Robben einfach dann. Aber dann hast du oben noch so ein Visier. Visier ist richtig teuer. Die Visier, die ihr bei den Leuten seht, die so im Krieg haben oder irgendwie diese Waffenfreaks auf großen Guns, die kosten schon 4.000, 5.000. Die kostet hier so 600. Glaubst du, man sieht das Visier durch die Cam? Was? Das Visier, ja? Könntest du sehen? Wo ist die Toilette denn? Oder? Sieht man das? Gleich hier links. Geh da, links. Siehst du? Okay. Das hat so. Doch, das sieht man, oder? Grünen Punkt, ne? Da. Warte mal, ist das Ding voll? Oh mein Gott, crazy! Ja. Ist das Ding voll, ne? Nice. Voll, ne? Heftig, Alter. Das ist schwierig manchmal zu bauen. Ja, wenn man vielleicht fragt, ey, can you
Was hat er gesagt? Ja, hast voll gerecht. Ein bisschen Nachschub, das müsste so okay sein. Ich kann auch da. Aber alle nicht geladen, die Waffen, ne? Nee, nee, alle sind frei, deswegen wenn ich so mache, sind die frei. Aber gibt's nicht irgendwie so ein, wie nennt man das nochmal, dass aus Versehen noch eine Patrone drin sein kann? Wie nennt man das nochmal? Wenn sie jammt? Ja? Nee, aus Versehen ist nicht. Gibt's nicht? Wenn man reinguckt oder so, ist es immer safer? Du siehst ja, hier ist nichts drin. Du fühlst das ja auch, da ist nichts drin. Ist clean. Komplett clean. Scheiße, Digga. Bruder, die Scheiße ist legal hier, Mann. Das ist ja so dumm, Alter. Das ist so krank dumm, dass es hier so legal ist. Was kostet allein der Rohpunkt? Rohpunkt hat 600 gekostet. Genau. Allein der Rohpunkt hat 600 gekostet? Ich hab so den besten gekauft, der legt sich mit Solar auf. Da brauchst du nicht mal eine Batterie. Alter. dann haben wir die Kopfhörer hier. Und deine Brille. Brille. Ja. Du sollst noch mal Gun Clear zeigen. Was ist Gun Clear? Da musst du wieder abunterrichten. Ja, und dann so drücken, dann musst du einen Clipper drauf machen und dann. Okay. So. Mein Arsch kommt da nicht rein. Guck mal, jetzt. Kühlrad aus. Ich mach den auch an hier. Das heißt, du hörst uns trotzdem noch reden, aber du hörst die Schüsse dann nicht. Was ist eine Glock mit Switch? David, was ist Switch ist dieses, du kannst so ein kleines Teil hier installieren, das machen die Leute hier. Ja. Und dann ist es wie eine Maschine, so, das ist so illegal. Da musst du nicht triggern? Da musst du nichts machen, ne. Oh, nee, du kannst triggern, aber dann geht das alles so wie eine Maschine. Alter! Alter, ich höre euch lauter, Jungs. Ja, es ist zu Mikrofon, du kannst es laut und leise stellen hier an den Seiten. Man kann lauter machen. Ja, was? Ist ja wie mein Headset zu Hause. Hallo. Jetzt ist aus. Ja. Jetzt ist an. Alter, ich höre euch voll lauter. Ich höre euch lauter. Lauter als davor? Was ist, wenn ich jetzt schneide? Hörgerät. Ich höre so richtig laut Steps und so. Ehrlich? Kannst du Sound tun? Ja, ja. Nächste Win-Challenge, Robert jetzt dann mit dem Ding. Ja, du hörst so, was ich gerade in der Küche mache. Andi. Hallo? Crazy, ne? Komm hier. Du hörst so richtig Steps. In seinem Kopf ist jetzt oben so eine Mini-Map. In seinem Kopf sind so oben so eine Mini-Map. Das ist aber voll elektrisch. Hier. Ich glaube, die haben manchmal, also wenn sie sich richtig testen, haben sie so eine rote Kugel, was so eine Testkugel ist. Und die fragen dich dann wieder rauszuholen, sozusagen. Also, wenn die. Achso, die sagen, hol die Kugel raus? Ja. Das heißt? Ich glaube, ich muss dir das einfach mal zeigen. Und du weißt, wie es geht. Tori, weißt du jetzt, wie alles geht? Ich kann dieses. Was meinst du? Wie heißt das? Ich weiß es noch. Waffe clean? Ja. Das kann ich. Gucken, ob da nichts drin ist, ne? Ja. Yeah. Dein Arsch kann gar nicht. Doch. Also warte, kann ich das kurz schauen? Ja, Kitz drin. Ja, ne? Nein. Wie gesagt, immer so. Nein, doch. Immer so ausgehen, dass sie geladen ist. Jetzt zieh zurück hinten. Ich bin neidisch auf Dore. Nicht da, ja. Sondern ziehst hier so zurück. Nein, da musst du den Clipper machen. Also nur hier. Zurückziehen. Genau. Da den Clipper. Du weißt, sie ist clear. Den Clipper hoch. Wenn du sie hoch machen willst, dann würdest du sie theoretisch so anfassen. Was Ahnung. Nimm hier, deswegen auf die Serie. Das kommt vom Blatt. Dann drückst du den hier hoch. Ja. Dass er da reingeht, dann bist du drin. Yes, sir. Und wenn ich hier runter dann ziehst du den immer runterziehen. Yeah. Dann clear. Ne? Ja. Immer davon ausgehen, dass sie geladen ist. Selbst wenn du weißt, dass sie nicht geladen ist. Warte mal, ich muss. Den Daumen, du benutzt den Daumen, hoch? Um den hochzumachen. Ja. Okay. Das Teil geht sozusagen hier rein. Okay. Geh mal her. Digga, ist voll schwer. Geh mal. Okay. Ja. Jetzt muss ich wieder zurück. Ja. Okay. Und Finger immer weg vom Trigger okay. Auch. Und immer. Oder wie schwer ist das dann? Ja. Nee, weg vom Trigger. Finger weg vom Trigger und immer. Immer in eine Richtung zielen und immer davon ausgehen, dass sie geladen ist, genau. Ja, easy. Glizzy. Das ist die Siggy übrigens, nicht die Glizzy. Ja, egal. Ich hab trotzdem eine Glizzy, Bro. I'm John Moran. That's what 21's like. You know, I got the Siggy with me. Ach, das ist das. Das ist Siggy. Das ist eine Sig Sauer. Das ist theoretisch. Die Glock ist theoretisch so. Die hat jeder. Und wenn du eine Sig hast, dann hast du eine Sig. Check, bitch, I'm Mad Max. You know, I got Siggy with me. Aha. Und theoretisch, wenn du sie drinnen hast. Boah, Junge! Hey, Ziegel an. Ey, Digga! Magazin raus und dann musst du sie rausholen. Oh mein Gott! Okay. Kann er das auch fragen? Ja, da hat er so eine rote Kugel, so eine Testkugel. Okay. Das heißt, du
Jetzt ist sie drinnen. Ja. Jetzt ist sie geladen, jetzt ist sie scharf. Okay. Denkst du, so ist sie. Mach bitte raus, bitte raus. Und jetzt holst du sie raus. Boah. Okay. Alter. Das kannst du vor dem Storm machen, aber wie gesagt, das wird, kannst du da lassen. Das wird halt ein bisschen schwierig. Weil du ja gesehen hast, wie schwierig das ist. Ja. Und das ist übrigens Netz. Kommst du nicht durch? Alles gut, alles gut. Ja. Ja. Ist easy, Digga. Aber guck, ja, ich hab Angst, wir kommen durch, wir sind am Skistart. Ja. Weißt du, was ich meine? Wenn da was drin ist, ja. Ja. Das ist ein ganz anderer Vibe auf einmal. Typ, er dreht einfach durch. Ey, W. David, dass er das so vorsichtig zeigt und so auch. Ja, muss, Digga, das muss sein. Dass er uns das so richtig lehrt. So andere Leute würden sagen, ja, nimm die Waffen und mach dein Ding. Ja, wir schießen einfach andere Leute. Schießen einfach. Ja. Wir gehen in die Mall. Der ist hier, der klärt uns richtig auf und zeigt uns, ey, so und so, sonst ist es gefährlich. Ja. Ich pack die jetzt erstmal separat. Die Waffen müssen separat von dem Magazin transportiert werden. Boah, guck mal, das heißt, wie das aussieht. Guck mal, wie das aussieht. Ja. Komm mal. Ready to go. Chris, wir gehen noch auf den Schießstand. Film mal. Wir dürfen das. Wir haben die... Wir sind separat. Du bist Twitch-Team. Wir sind in L.A. Das ist legal. Ja. Und wir gehen jetzt auf den Schießstand. Wir machen keine Kacke damit, okay? Ich hab Angst zu schießen langsam. Wir gehen jetzt auf den Schießstand. Welche Fähigkeit hätten die im Vorteil? Ich hab voll Respekt davor. Einer schreit. Eine Runde, so ist es bereit. Welche Seltenheit? On-Stream? Oder das ist die größte Scheißfrage, die ich... Das ist eine Frage. Diese Sig Sauer, er hat gefragt, welche Seltenheit hätten die so in Fortnite? Ganz normale Frage. Guck, Sydney, würde dich auch interessieren. Super. Danke! Spaß, Mann, Scheiße, Digga. Was für eine Kacke. Das sagt er jetzt, um sich wieder Aura so gut zu schreiben zu wollen, aber was verloren. Ja. Alles geschauspielert. Was hätte das jetzt für eine Seltenheit im Fortnite? Geht ziemlich auf den Ja, safe, episch oder so. Und auch den wenigsten Rückstoß. Boah, warte mal, guck mal, wie das gesaved ist. Ja, das ist so ein bisschen auf Polen-Version hier. Alter. Packst du das hier rein auch noch? Danke, Chat. Nee. Weil die müssen separat transportieren. Danke, Chat. Coole Frage, Sil. Danke, Chat. Ich glaube. Schreib mal eine W, Sil. Schöne Kaffeemaschine, ja, ne? Guck mal, einer ist Barista. Hast du so ein Kalt, Bro? Ja? So ein? Hast du den Kalt? Ja, ich gebe dir welche. Wer will Spezi haben? Was wollt ihr haben? Oh. Spezi ist auch ein Spezi. Damn! I got us. Oh, easy. God, kommt in die Küche. David W. Mans, real talk. Hey, these are my friends from Germany. Hello. Hello. Boah, hello. Das... Das hier ist die Bauaufsicht, würde ich sagen. Jetzt passt mal auf, was ich mache. Mit Zucker oder ohne Zucker? Mit. Aber ich will mit, ja. Was? Ich brauche nichts. Ich nehme ohne. Nice. College boy. Oh, I'm from the college, bro. Kann ich eine ohne haben? I just went to UCSB. That's all we do, bro. UCSB. All we do is popping bottles. Thank you, buddy. Wow. Komm, geil, Jens. Nein, mach nicht. Kannst du nicht brechen? Da ist eine in der Schublade da. Warte. Ich hab gerade. Ich hab doch gekocht. Was ist das? Mein Souvenir, was meiner Mutter geben wollte. Was, jetzt Flasche haben wir gekauft? Ja, eine Flasche. Guck. Kreativ. Da bin ich geschenkt. Nice. Da kann man das abnehmen. Hey, geile Idee, Digga. Oh, babe, look, there's a magnet on the fridge. That's so cute. Oh, really? Ja. Yeah. Was für ein süßes Geschenk, Digga. Das ist mein Geschenk. Das ist mein Geschenk. Das ist mein Geschenk. Das ist mein Geschenk. Keiner darf Magnete kaufen. Doch, guck mal. Ihr seid ready. Das ist easy, free Geschenk. Ich hab das Gefühl, keiner ist ready. Ich bin nicht ready. Warum? Ich werde nicht. Meiner kommt da nicht rein. Nein, wir kommen rein. Nein, ich komm nicht rein. Aber können die sagen, ey, hier, weiß Herrsche, geht raus? Nein. Das wird schon okay sein. Komm ich eh rein, oder was? Ich glaube, es wird klappen. Gibt es so ein Hood-Schießstand, wo man kein... Was super Ziele sind so? So ein bisschen in der Wüste. So. Hast du die Magneten jetzt sagen lassen? Was ist das? Stell dir mal vor, es gibt in der Wüste so eine Mac, wo einfach so alle, man kann da reingehen und dann spielt man TDM. Bruder, das... Ah, ich hab eine gute... Guck mal hier. Rot Unzen, maybe. Ja, ich sag auch. Glaub dir meinen Arsch. Das ist am unauffälligsten, Digga. Einfach um die Eile zu stark.
Henri. Digga, mit der Miete gehe ich auf jeden Fall bei. Wir verstecken wir das jetzt. Nee, verstecken. Man muss ein bisschen low-key sein, Digga. Er reicht nur im Auto. Ja, aber wir müssen zum Dings gehen. Du hast doch die Bullen draußen gesehen. So. Man muss keine unnötige... Smart. Wie nennt man das? Kann ich dir jetzt in der Hand halten, theoretisch? Nick, free carry ist eigentlich legal, aber... Ohne Waffenführerschein. Draußen, draußen rumlaufen, normalerweise laut Grundgesetz. Ja, aber das funktioniert nicht. Alter. Warte mal, ich habe noch eine Frage. Wenn du hier jetzt rein theoretisch durchballern würdest, könntest du... Durch sieben Wände geht das. Das Gips, das... Wie nennt man das auf Deutsch? So ein... Oh, das ist so ein Gips, das ist so dick. Ich habe mal so ein YouTube-Video... Wie nennt man diese Wand nochmal? Regibuswände, oder? Genau, sowas. Ich habe mal so ein Video geguckt, da hat jemand die gemacht und dazwischen sind ja noch, ist ja noch ein bisschen Luftraum und dann kommt eine andere Gipswand irgendwo da hinten. Durch sieben müsste sie durchgehen. Sieben bis acht. Damn. Also theoretisch, wenn du einmal eine Haustür stehst, also rein theoretisch. Das ist einfach Wallbang. Crazy, komm. Ist klar. Vergiss dein Handy nicht. Oh ja. Und dann wieder. Ist das Akku genug erstmal? Okay. 35. Ja, super. Erstmal. Okay. Alter, wir gehen jetzt einfach shooten. Babe? Hast du gesehen, was Gio mal gemacht hat auf diesem Skistand? What's it called? Oder wer war das? In this room here. You'll see it right here. War das Gio, der so geschrieben hat? Keine Ahnung. Kennt ihr den Clip, Chat? Welchen? Ja, ich kann das nicht wiederholen, was da gesagt wurde. Auf jeden Fall wurde er danach rausgeschmissen. Sorry. Alright. Aber warte mal, muss man 21 sein? Ich glaube, du kannst ab 8 schon schießen. Was? Ja? Ab 8? Ab 8? Ab 8? Ja, Vorteil ist ab 0. Ab 8? Warte mal, ab 8? Wie soll ich die Lese losstellen? Bruder! Es ist Amerika. Ab 8? Das ist geisteskrank. Bye bye. I love you. Bye bye. I love you. Boah. Alter, Kalle. Das ist voll gemackelt. Ich war das nicht mal. Hast getrunken, ne? Mhm. Look, for instance, an 8 to 10 year old shooting, 22 LR, no problem. 22 ist theoretisch die nächste Kaliber da drunter, aber rein theoretisch. Und nach ab 8 schießen. Ab 8 schießen und ab 21 saufen. Scheiße. Das denke ich mir auch. Und nicht in der Öffentlichkeit saufen. Digga, ich hab letztens im Raising Cane's Video, ich lauf da hin mit einem Bier. Ich hab da gedacht, dass man es nicht darf. Ich hatte einfach ein Bierchen und bin so da hingelaufen. So. Ja, Mann. Film mal in Kamera. Da bin du gewesen. Alter. Alles klar. Los geht's. Sehr mexikanisch hier auf jeden Fall. Das ist ja Kalifornien, das ist ziemlich. Nee, boah, ich sehe auch noch Schulz von mir. Okay, Und dann geht Uni mit. Nein, bitte. Und dann, ich war schon 6-mal. Meine Beine, bitte. Ich hab Handicap. Ja, in die Mitte. Sydney, geh du in den Kofferraum. Warum muss ich jedes Mal in die Mitte, ihr Wichser? Hier. Warum muss ich bei meinem Auto, was ich gemietet habe, nicht fahren? Darf nicht fahren. Mein Auto. Ja, Jungs, ich hab Airbnb gemietet, das ist mein Bett. Oh ja, wer hat Nadi an? Ich. Lass mich mal schön. Ey, nimm mal die Dings. Danke, dass du nach vorne oder so. Keine Ahnung, wo ich das machen soll. Das ist doch gar nicht gemeint. Wie warm ist das, Digga? Bro, ist so heiß. Du auch. Ja, ich muss wieder zum Friseur, aber ich weiß nicht, wo ich hingehen soll. Die Frau hat letztens meinen Seiten verkackt. Das ist nervig bei Buzzcuts. Man muss so oft schneiden. Die Seiten müssen immer fresh sein. Halbe Stunde? Hab ich angemacht. Ist echt? Ja, es ist Stau kommt jetzt schon. Okay. Aber da ist doch Benny Hahn auch in der LKW gesagt. Echt? Jemand meinte im Burbank ist. Und da ist auch Walmart und Krispy Kreme. Aber warte mal, Walmart ist gleich daneben. Ja. Gleich daneben. Ich kenn mich aus. Hm? Walmart Supercenter. Hast du dieses Pömpel-Ding geholt? Das was? Das, was wir an Dings ran machen können? Ah, den Sauna ist in meinem Auto.
Scheiße. Du meinst den Saugnapf? Ja. Ja. Ist in meinem Auto, was brauchst du? Einmal vorne. Ich kann nicht. Hallo! Yo, Chad. Ey, wir müssen vielleicht noch ein bisschen tanken. Alter! What time is it in Germany? Wie viel Uhr ist gerade in Germany? Germany ist 23 Uhr. Ey, wir müssen 21 Uhr ist es. Ey, jetzt mal ganz ehrlich, was ist das für ein cooler Stream? Ja, Mann. Chad, was sagt ihr? W. Schillig. 23.30 Uhr. Habt ihr morgen keine Schule? Das ist crazy. Es ist 23.30 Uhr. Null. Null. Oh, mega null. Ich bin, glaube ich, der einzige Mensch, der Null und XD benutzt. Das ist auch hart. Ja, das ist Minus Aura. Das ist Minus Aura. XD benutzt du nicht. XD? Du sagst einfach so XD? Ich benutze kein XD. Aber ich schreibe beides klein. Ich schreibe nicht X und dann D groß. Du bist auch jemand, der mit Smileys schreibt, ist mir aufgefallen. Ja. Mit so Lach-Emoji. Du machst auch manchmal, aber mit diesem Casual. Machst du manchmal Doppelpunkt großes D? Nein. Nein. Oh, das ist so 2x2. Riede. XD auf Joke und LOL, LOL schreibe ich auch. Also LOL schreibe ich morgen LOL Mathe ist ab. LOL, LOL geht klar. Ja, LOL ist normal. Aha, LOL. Aber LUL? Mathe AB, ich schaff das. Ich schreibe manchmal LUL. Ich habe auch durchgehalten. LUL ist so goofy. LUL ist geisteskrank. LUL ist goofy. Sorry. Ja. Wer benutzt LUL? Ich. Und LOL. XD. LOL, ja. Es gibt so bestimmte Emojis, sind valid, aber der Rest ist scheiße. Riede. XD ist cool. Aber X sind komplett klein. Stell dir vor, du schreibst das X und das D groß. Ja, wie man es eigentlich schreibt. Das ist so goofy. Ich hab dich früher so gespammt. XD ist ein bisschen Throwback. Kommt irgendwie ganz cool. Roffel. XD ist cool. Roffel, YOLO. Roffel, Digga. Yes, sir. Was gab's noch früher? Diese kleinen Dinger, wo man mal Augen macht. Wenn man diese Sternchen. Nicht die Sternchen, du machst diese kleinen. Ah. Ja, was sind das für welche? Wie nennt man die? Axon Zykoflex. Dieses Dach. Ist das nicht so? Ja. Was zahlst du nochmal für die Wurzel, soll ich fragen? Oh, Bro, über 3. Also kalt über 3. So im Schnitt 3,5 würde ich sagen. Alter. Kalt. Das ist. Bro, ich weiß nicht, wie ich es mir leisten kann. Also das muss ich mal so ganz ehrlich sagen, Digga. Das ist nur so ein Hustle auch manchmal. Crazy. Oh ja. Digga, wie teuer auch LA ist. Und ich habe auch nicht gesplashed oder so, also es ist auf jeden Fall, ich habe so ein bisschen zurückgezogen mit geiler Gegend, dafür habe ich ein neues Gebäude, ihr habt ja gesehen, es ist ziemlich clean da drin und so, mhm. Ist jetzt kein Altbau, aber Altbau ist hier nicht cool. Deine Wohnung ist richtig schön. Ja, ich habe gerade erst gekriegt, es hat aber auch lange gedauert, so eine zu finden, ey. Ach stimmt, du meinst, es ist richtig schön. West Hollywood, wo ihr seid, da kann man vielleicht ein Zimmer in so einem Motel-Style-Gebäude, wo alle an deinem Fenster vorbeilaufen, für 3,2 haben wir geguckt. Ein mit einem Parkplatz. Ich brauche zwei wegen meiner Freunde. Ja. Verrückt. Ist echt teuer. Wie viele Menschen leben in L.A.? 8 Millionen, glaube ich. Alter. Es gibt halt so einen riesigen Ballungsraum, ne? Ist aber riesig, ja, Bro, wir können... Die ganzen Suburbs. Ja, das ist riesig. Das geht bis ganz nach unten nach so Long Beach circa, da fängt Orange County an, also bis dahin ist L.A. Und dann kannst du ganz nach oben nach Ventura, also es ist auf jeden Fall ziemlich, ziemlich groß. Ich finde krass, dass die Stadt teilweise voll heruntergekommen ist. Ja. Also die Straßen sind kaputt. Ihr wisst ja, das ist auch in Deutschland so. Die Steuergelder gehen überall hin, aber nicht da, wo du denkst, dass sie hin. Man denkt so, LA ist voll reich so. Es ist eines der stärksten Economies in ganz Amerika. Kalifornien hat, glaube ich, bestimmt Bruttoinlandsprodukt mehr als 50%. Warum kehren die sich nicht darum? Weil das Geld die über. Mehr als 50% von ganz Amerika? Ihr müsst ja verstehen, ey, in allgemein. Ja, wegen Sunset Valley, ne? Nee, Silicon Valley. Allgemein Amerika ist halt so internationale Polizei. Die packen das Geld woanders rein. Die Steuergelder gehen nicht nur hier drauf, also die gehen überall hin. Ja. Überleg mal, ob Amerika alles ausgebreitet ist. Das sind ja überall. Das müssen wir auch alles finden. Größte Militär auch. Die Militärausgaben sind krass. Ja, ja. Krass. Krass. Straße. Einmal GTA-Straße, wir fahren so einen Berg runter. Das ist Griffith Observatory. Da los. Und links habt ihr gleich Hollywood Sign. Ah, da ist er! Wo, ach, da ist das Hollywood Sign! Ja, genau! Das kannst du letztes Mal nicht sehen, du weißt, was das ist. Ja, genau, das ist Hollywood Sign, genau.
Cab. I'll stop the cab. Schön. Kann ich wieder meinen Chat lesen? Wie geht's dir, Dorian? Dori, wie geht's dir? Gut, sehr gut. Kann er erklären, was Credit Score ist? Credit Score ist in Amerika läuft so ein System, wenn du eine Wohnung haben willst, einen Handyvertrag haben willst, wenn du was finanzieren willst, dann checken sie deinen Credit Score. Also ah, Bonität, Bonität. Genau, ja. Genau. Und dann geht's von 0 bis 8,50. Und wenn du so... Dein Flaschenöffner hast du vergessen? Nein. Also, halt, nee, also haben die wenn du unter 400 hast oder so, oder 500, kriegst du nicht mal einen Handyvertrag. Null. Wie gesagt, das ist so 1 bis 8,50. Also je höher, desto besser. Ja. Was war das? Voll viele fragen schon wieder, was du beruflich machst. Producen, kreative Arbeit. Ich arbeite mit vielen so Creatern auch zusammen in der amerikanischen Szene. Und Logan Paul und mit Big Mike, sag's einfach. Ja, hauptsächlich. Yeah. Bisschen für Prime auch. Ja. Was hast du für ein Visum? Gute Frage. Visum? Ich habe Green Card. Grüne Karte. Ah, das Green Card. Okay. Was heißt das? Was heißt Green Card? Durch Arbeit? Ja. Das ist schwierig, Bro. Allgemein schwierig. Aber es geht nur, wenn man so irgendeine Arbeit hat, der so hochqualifiziert ist oder sowas, ne? Das kriegt man im Club. Ja, wenn du das beweisen kannst, dass es sozusagen ein mehr so Niche-Job ist, ne? Mhm. Also wenn du jetzt nur hierher kommen willst und bei Netto an der Kasse arbeiten willst, das kann ja jeder machen. Das ja, irgendwas, was die weiterbringt, so. Ja. Ja. Das ist geil. Oh, voll. Das ist jetzt Palmen, ne? Überall. Check dir, was ich meine mit Palmen sind Game Changer. Ohne die Palmen würde es hier nicht so cool aussehen. Das wird doch auch nie alt, Bro. Seit 7 Jahren hier, das wird nie alt. Genießt du den mal? Immer, das wird nicht alt. Der Vibe wird nie kaputt sein. Also ich stehe immer auf und denke so, nice. Bis ich dann den homeless Typen sehe, die Matratze an der Straße. Das ist so krank hier. Warum das nicht gefixt wird. Weil das Land ist ein Kapitalismus, kein Sozialismus. In Deutschland ist, wir wollen alle helfen, die Steuergelder von euch, dein Check von Twitch, dein Check, was du machst, das wird an die Leute gegeben, die, wie nennt man das, die Hartz IV haben oder Deutschland ist hier, wenn du nicht arbeitest, Digga, dann bist du auf der Street. Ja. Da gibt es so wenig Sozial. Es gibt Sozialhilfe, aber die sind nicht so in Deutschland. Du bekommst Crack. Kredite, Strom, alles fürs erste Jahr. Wisst ihr, was auch crazy ist hier? Die kostet eine Geburt 15.000. Also ein Part, was? Ja, hier. Eine Geburt? Ja, eine Geburt kostet dir 15.000, du musst erzählt. Das bezahlen. Ja. Was laberst du? Versicherung. Ja. Nein. Wenn du das nicht leisten kannst, dann... Du musst ein Krankenhaus dann bezahlen. Lieber abtreiben. Das kostet auch Geld dann. Das kostet auch 15k. Das kostet sogar mehr. Lieber Kondomis dann. Das ist crazy. Seine Freundin Amerikanerin. Ja, ne? Britin, aber auch britisch-amerikanisch. Die ist in Hawaii aufgewachsen. Stellen die. So. Oder, also Amerika ist schon sehr geil, aber allein so, ich sag dir wirklich, dieses... Ja, es sind die Vor- und Nachteile, die du auch lernst in der Schule. Eine Geburt, Chat, eine Geburt. Mehr Gefahren, mehr Negativpunkte. Bro, wenn du richtig Geld hier machst, Digga, dann geht's dir gut, weil dann kannst du schön Steuertricks machen und das Geld sparen. Also wenn du richtig reich bist, geht's dir gut. Du gibst entweder arm oder reich, gibt's keine Mittelklasse. Das ist tot in Amerika. Und auch Essensqualität, Digga, das ist immer so. Ohne meine Freundin hätte ich, glaube ich, schon irgendwie Diabetes oder irgendeine Krankheit. Weil sie kocht richtig gut. Wenn du draußen isst oder auch die falschen Sachen kaufst, Bro, so Walmart oder Fleisch auch. Qualität ist auch Arsch, ne? Richtig Arsch. Und das ist teuer, Digga, die ganze Zeit draußen zu essen. Digga, richtig teuer. Und der Standard ist auch anders. Zum Beispiel Wasser. Mhm. Ihr habt bei euch zu Hause schon einmal, habe ich, glaube ich, irgendwo gesehen, so eine Flasche, da steht Purified Water. Das gibt es in Deutschland nicht. Purified Water ist kein Mineralwasser. Mineralwasser ist ja von der mineralen Source, also von der echten so Spring, für echte Quellwasser. Und Spring, Purified Water ist einfach nur hochprozesstes, dreckiges Wasser, was nur sauber gemacht worden ist. Was? Das schmeckt richtig scheiße und ist auch nicht gut für dich. In Michigan haben die nur ihr Grundwasser. Wie würdest du die Kamera Da pumpen die das so
sauber und irgendwas. Nur der Standard ist hier richtig laut. Früchte zum Beispiel, so alles, Digga. Aber selbst wenn sie organic und so ein Scheiß sind, das ist ja auch, das wird hier auch anders geerntet, andere Sachen benutzt, andere Sachen aufgespritzt. Und das ist auch, ich fühle mich aber oft so, auch so 7-Eleven ist auch so kompletter Crackladen. So. Oh, Bro, alles klebt da und so. Oder auch zum Beispiel Gatorade. Habt ihr mal, Gatorade gibt es den roten Gatorade. Das ist in Europa verboten, die rote, wie nennt man das, die Farbe, die man benutzt. Echt? Lebensmittelfarbe, ja. Das ist in ganz Europa verboten. Wieso? Weil es krebserregend, das ist ein Forever Chemical. Ja, ich traue mich auch hier, wenn man so an so einem, wir gehen in irgendeinen Kiosk. Ja. Niemals. Oh. Der hat gestern einen getrunken. Yeah. Freust du dich darüber? Alter! Rohr. Du bist der Erste, der jetzt geschrien hat, was du schon sollst. Das ist auf Cam. Du freust dich darüber? Alter, Rohr. Guck mal, wie er steht. Alter. Digga, du bist der Erste, der geschrien hat, einfach. Ich nicht. Was soll ich sagen? Achso, allgemein, wenn man so in irgendeinen Kiosk reingeht und man hat Durst, dann ist das diese Scheiß. Das sind also drei Kühlfächer nebeneinander und jedes Getränk ist süßer als das andere. So, oh, jede bei jedem kriegst du ein Herzinfarkt gefüllt. Mountain Dew hat hier, glaube ich, 50 Gramm Zucker. Digga, weißt du, wie viel 50 Gramm sind? Und hier, Cola ist nicht Cola, weil das ist Cola mal zwei so gefüllt, damit es mehr Geschmack hat. Nee, die Cola hat nur, die hat keinen echten Zucker drin, die hat diesen Corn-Syrup drin, das ist kein echter Zucker. Deswegen kaufen die Leute die immer eine mexikanische Flasche, weil da ist das Rotzucker immer das drin. Das aber alles Fanta zum Beispiel ist auch so 10-mal so geschmacksintensiv einfach. Ja, Fanta ist richtig orange, ich hab's mal gesehen. Ja, unglaublich. Weil die Farben benutzen dürfen, die in Deutschland inniger sind. Also schmeckt uns auch geil. Ist die Fanta gelb, hier ist sie richtig knallorange. Und schmeckt auch richtig geil. Aber Zucker. Oder ich will nicht wissen, was da alles drin ist. Und dann kann man nichts anderes trinken, außer Wasser. Da gibt's nichts, was so halbwegs gesund ist. Das ist verquart. Fiji-Wasser. Du musst dann die ganze Zeit irgendein Wasser trinken. Ich trinke auch wirklich nur Fiji-Wasser, weil ich beim anderen Wasser Angst habe. Nimm Vita-Welt auf! Ich zum Beispiel trinke auch nur so meine Flaschen, also im Glas kaufen auch und so, ist teuer. 2,50 mindestens für eine Flasche. 2,50 €. Ich weiß, in Deutschland ist wesentlich günstiger. Ich war bei Edeka vor ein paar Monaten und dachte mir so, ich habe mich reich gefühlt. Ich dachte so, Edeka, gute Qualität, gute Sachen. Alles war günstig für mich. Ja, Bro, das aber die Preise hier sind unnormal. Weißt du mal? Aber in Deutschland ist alles so teuer. Ein Axe Deo kostet 8,99 einfach. War wegen 7-Eleven, oder? Nein, das kostet überall so, Bro. 9 Euro. Eine Packung Himbeeren kostet 8,99. Was? Ja. In Deutschland alles so teuer. Crazy shit, man. We out here struggling. Unsere Regierung macht das Land kaputt. Man muss aber auch sagen, die Deutschen haben auch was zu meckern, weil es ihnen zu gut geht. Ja. Das habe ich auch schnell gemerkt. Jetzt geht's gut da drin. Ich werde gleich eine Glizzy in der Hand haben, Chat. Ich check das noch nicht. Ich werde gleich nicht reingelassen, sind wir bei Costco. Und mein Arsch kommt da nicht rein. Oh, shit. Was nennt man Road Rage? Welcome to Road Rage. Was ist das? Hab ich Scheiße gebaut? Nein, wenn die Leute denken, dass du zu lange bist. Hä? Bro, dann überhol mich doch. Warum muss ich aufpassen? Ich hab hier immer richtig Angst vor Road Rage. Wenn ich manchmal so Leute sehe, die aggressiv werden, Bro, dass sie damit so Baseball mit einer Basie rauskommen oder so. Baseball, ich bin so ein GTA-Shit. Meine Freundin fängt immer an zu schreien, so, ja, fuck this bitch. Ich so, babe, halt deine Fresse, Digga. Weißt du, was sie da unter der Jacke hat, Mann? Es gibt ja manchmal so bei GTA, wenn du sie aus dem Auto rausziehst, ein paar rennen weg. Drücke ist gleich Z. Wenn du ein Auto klaust, ein paar rennen weg, so und die anderen, die kämpfen so zurück. So sind in echt ja auch. Aber die haben Baseballschläger dabei und so. Oder Waffen teilweise. Lanz. Ich sage immer noch. Wollen wir Subwerte machen, wer bisher selber? Ja. Okay, 20 Subs. Okay. Wir machen so gleich Challenge und ich sage, ich habe besseres Aim als du. Was sagst du, Kalle? Ich sage. In der Stadt, ja. Irgendwie sag ich Mods. Kann sich mal ein Mod bei mir in Chat melden? Hab ich Mods? Ich kann hab ich alles. Mods auf Twitch? Bingo. Ranger. Jetzt fahren wir über die Hills rüber, ne? Wir sind
Silver Lake nennt man das. Das ist eine richtig geile Gegend hier. Guck, da ist so Vintage Auto rechts. Die sind so coole Leute, sind so Hipster, hier ist auch teuer. Damn! Das müsste es okay sein. Hört ihr uns wieder? War dann F5? Nicht F5, das check, bleibt check, nicht check, aus. Check, check, check. Das habe ich schon ausgemacht. Das hat gefixt. Yeah. What's up, babies? Profi. What's up, babies? You having a great time? Seid ihr müde, Babies? Einfach Babies. Babies. Babies, was macht ihr gerade? Fühlt euch angesprochen. Seid ihr da? 13 Minuten. Komm mit mich und verlang, treten alle ein. Sit mit Glizzy wird komisch, ja. Was sind die besten Gegenden in LA? Oh, am besten mal David fragen. Es gibt so viele. Natürlich Beverly Hills ist so Nummer 1, aber das kannst du dir... Das ist diese reich und schön, ne? Das ist richtig reich und schön. Also allgemeine Hotspots ist so Silver Lake, dann hast du Larchmont, dann hast du West Hollywood, wo aber auch keiner mehr sein will, weil zu viele Einbrüche sind. Da bin ich cool. Oh, ja, da sind wir Einbrüche immer. Oh. Studio City ist jetzt besser. Oder warte, da sind wir auch gerade. Jetzt sind wir auch in West Hollywood. Was? Nee, wir sind gerade in East Hollywood. Ich meine wir. Wo wir wohnen. Ja, aber das ist nicht mehr hot, da will keiner mehr hinziehen, so aktiv. Okay. Wenn es so für Einheimische ist. Dann hast du noch Palisades, was hier schon eine kleine Community ist, irgendwo da bei Santa Monica. Ist auch schon ein bisschen teurer, was Adam Sandler auch da auf der Ecke wohnt. Ja, Silver Lake. Silver Lake ist geil. Mhm. Larchmont, Silver Lake. Downtown. Es gibt viele Gegenden, es gibt viele Gegenden. Kommt auch auf den Geschmack und den Lifestyle. Wenn du nah am Wasser dran sein willst, gehst du weiter an die West Coast. Wenn dir das egal ist, bist du die East Coast. Wohnt irgendjemand in Downtown? Freiwillig? Ja, Leute, die richtig so in der Fashion-Welt drin sind. Und echt? Ja, weil da sind halt die ganzen so Merch-Brands oder wenn du Embroidery machen willst oder Zipper kaufen willst oder so sourcen willst, ist da die Welt auch sehr asiatisch da, community-technisch. Ist aber eine andere Welt, ist auch geil. Da gibt es auch geile Ecken. Aha. Was ist denn hier los? Was sind das für Dinger? Ist das eine Brücke? Hab doch Lust, Chat. Ich weiß gar nicht, ob wir da drin filmen dürfen. Eigentlich schon, oder? Ich war vor kurzem da mit Mike und wir haben so... Hier ist so ein Kanal. Videos gefilmt, so ein bisschen. Oh Mann, das geht nicht. Das war egal. Lass uns einfach nicht gleich in deren Gesicht machen. Reinlaufen. Weißt du? Ja, ja. Reingehen, ein bisschen auf Low-Key. Und dann, wenn wir am Skistand selbst sind, da ist ja auch keiner, der uns F. aufsieht. Was geht bei der richtig? Das ist wieder F, glaube ich. Adam Bomb. Adam hat klein gesagt. Ja, Adam, Bier, 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 Bier. Adam, komm mal, Körperfest. Ziffer? Adam, I have to link up with AC. Ist ein
dass wir noch nicht mit AC zusammen saufen. Ja, Mann. Ja, erst in San Diego. Bro, der einen Abend hatten wir ein krasses Setup, Digga. Ich habe uns an der Tür alles geklärt und wir sind alle eingepennt, ey. Wir waren so eine Loser. In dem Club mit, ich war mein Name mit plus 5. Das ist unmöglich, dass da 6 Dudes reinkommen. Scheiße. Das war auch eine gute Nacht anscheinend. AC wollte noch 2 uns rausgehen. Um 2 machen die auch zu, deswegen war das ein bisschen knapp. Glaubst du, wir können morgen oder übermorgen noch was klären? Ja, wir könnten. Aber es ist halt in der Woche. Alter! Ich weiß, wo wir hingehen können, welche Bars. Und welche Rockos? Wir gehen in Rockos. Ja. Kennst du Rockos? David, warst du mal in Rockos? Natürlich gibt es das nicht. Oh, es gibt so viele Plätze. Rockos ist. Das ist eine Game, man. Ja, aber die Musik ist da nicht so. Bro, only good people, good vibes, good energy. I love it. I love this place. Absolutely recommend it. Fuck AC. AC, was machst du? Corinna ist in London. London? Europe? Sie ist jetzt auf Eurostrip. London? London. Nach draußen. And the summer takes the night. Oh yeah. Unser Roadtrip war auch geil. Ist einfach, wir haben so 2 Stunden die Westküste lang gefahren mit so alter Musik. Summer of 69, Wonderwall, einfach so Country-Musik und so. Noch 2 Stunden lang. West. Vielleicht seine PM oder so. Hallo, Chat, hört ihr uns wieder? Sind wir wieder back, Mann? Schrein nicht. Dass aus seinem Mund Schrein nicht kommt, ist crazy. Wenn ich schreie, Digga, alle 3 gleichzeitig, fährt sich rein. Weil du schreist ohne Sinn. Ja, du schreist in der Öffentlichkeit auch. Und du schreist auch. Digga, dann lief das die ganze Zeit smooth und dann sind wir hier an der Ecke und haben was aufschnitt. Guck das in meinen Arschübergang an. Bro, ich schrei nicht. Ich schrei doch gar nicht! Ich schrei nicht. Hört man mich? Man sieht dein Handy, ne? Wie lange braucht ihr noch? 6 Minuten. Sick. Sack time. That's how we call it. Sack time. Hey yo, Calvin, you look fine as hell, Calvin. Welche Stadt in Kalifornien sind noch geil? Also wenn du so Roadtrip machen würdest, wohin? San Francisco, Sacramento, San Diego. San Francisco und auf dem Weg hast du halt geile Sachen. Du fährst PCH, wo wir heute waren, in San Francisco einfach nur hoch. Da hast du Big Sur, richtig geil. Und dann hast du dir die ganze Küste einfach. Du kannst die Küste am Wasser. Santa Barbara und so. Genau, kannst du komplett hochfahren.
Aber sonst an sich. Aber lohnt sich das? Also hat mich das gekühlt? Ja, für einen Tag. Schau mal, das ist auch richtig Siff, Digga. Ja, es ist schlimm. Das sind noch mehr Pferde. Das ist richtig schlimm. Das ist richtig schlimm. Ja, aber schockt. So Roadtrip, ja. Einer fragt, wie Logan Paul privat drauf ist. Korrekter Typ. Korrekter Typ. Ja. Nee, eigentlich. Was soll er, was denkt ihr, was erwartet ihr, Chat? Eli ist voll da. Ja, ich sag euch ehrlich, Eli voll der Abgehobene. Und uns, Eli, auf Cam. San Diego, was sagst du mal? San Diego ist auch geil. Du bist auch schon mal nach Tijuana gegangen? Ich wollte mal über die Grenze, aber. Tijuana ist ziemlich gefährlich. Jetzt. Ich wollte da hin. Ja. Wir hatten fast die Idee, da hinzufahren. Ja, 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 ja. Der Welt. Und was habe ich gesagt? Gefährlich. Lass nicht hingehen. Da, ist doch da gerade, meinte ich, da lass nicht hingehen. Drei Touris wurden noch gerade getötet. Zwei australische Surfer mit einem Amerikaner. Weißt du noch, wie ich meinte, so wie geil das wäre? Ich habe auch noch gesagt, du kein Anzug, nein, das macht jeder Touri. Ja, das machen doch voll viele aus San Diego, dass sie so über die Grenze laufen und dann gehen die da feiern in Tijuana. Ja, kann man, aber es ist trotzdem sketchy, Digga. Sketchy auf jeden Fall. Ich würde es nicht machen. Das nicht machen. Vor allem ihr so in der Crew, so Touri-technisch. Alter, die werden tot. Würde ich nicht machen. Ist Gambling in Kalifornien erlaubt? Nee, ne? Nein. Okay. Ja, wir haben uns nur gewundert, weil Las Vegas so einfach so random ist. Ich dachte, weil es in Kalifornien verboten ist, in Nevada ist erlaubt, deswegen sind wir rübergegangen. Ich weiß auch nicht genau. Es hat so eine lange Geschichte, was so Gambling betrifft in Amerika. Irgendwie, es gibt Atlantic City, ja. Das und Las Vegas, ne? Ja. Mehr gibt's nicht gefühlt. Das war's so auf der Seite, ja. Und wieso? Ich verstehe das nicht. Und Bahamas ist auch public für Dings, Gambling, ja, haben wir gemerkt. Ja. Wir waren einfach, wir gehen ins Casino, wir waren Atlantis Hotel. Das war einfach das größte Casino der Welt. Das Casino ist ein Hotel. Ja. Ich war da noch nie da. Aber Vegas ist geil, Vegas ist geil zum Gambeln. Einfach alles auf Rot. Wir machen sowas nicht. Nein, wir gambeln alle nicht. Danke. Gambeln nicht. Meine lieben Freunde da draußen, niemals gambeln. Aber wenn ich Millionär werde in Vegas. Ja, werde ich. Entweder Millionär zurück oder obdachlos zurück. Ah, hier, Adam said, he leaves today to New Jersey. He's going to Philly. Oh. Philly ist auch richtig vercrackt, ne? Ja, geht's. Ich habe mal so einen Clip gesehen, in Philly gibt's so eine Straße, oder da sind Zombies, das sind wirklich Zombies einfach. Aber hier doch auch. Ja, aber das ist so, die schlafen so im Stehen. Ja, gibt's hier in L.A. besondere Drogen, oder Amerika besondere Drogen, was die Penner nehmen alle? Bei uns, ja, die holen sich einen Jackie ein oder einen Jägermeister oder so, passt. Oder eine Wodkaflasche. Oder die sind hier alle auf irgendwelchen... Fentanyl, ne? Fentanyl. Das ist krass, ja. Fentanyl Nummer 1. Was ist Fentanyl? Bro, du kriegst Schmerzmittel. Du kriegst ein Staubkorn in deine Nase und du stirbst schon. Da gibt es einen Polizisten, er hat einmal so einen Dealer hochgenommen mit Fentanyl, hat Fentanyl angefasst und so der Staub von der Droge, schon so ein Mikrogramm, hat er eingeatmet und er hat so eine Seizure gehabt, also richtig so einen Anfall. Und das Schaum aus dem Mund und so. Hä, hey, aber damit? Fentanyl ist halt 50 mal stärker oder 100 mal stärker als Heroin und Koks. So richtig krass. Ist das ein Schmerzmittel? Nein, nein, das ist synthetische große Droge aus China. Und spritzt man sich das oder Dings? Ich glaube, man spritzt sich das und zieht auch. Ich glaube, da gibt es mehrere Arten, aber ich nicht. Oder rauchen. Ja, das ist ein Crack. Das ist ja immer nur Crack. Ich weiß nicht, was Crack ist. Was ist Crack? Das auf jeden Fall. Crack hört sich an wie so der Rest, was die so gefunden haben, mit ein bisschen Sand gemischt. Kannst auch rauchen. Crack raucht man auch. Einmal irgendwas, einmal was die gerade auf dem Boden sind. Die rauchen das einmal, das nennt man Crack. Was soll ich dir sagen? Was ist Crack? Crack ist, wird aus Kokain, glaube ich, gemacht. Ja, das, ich glaube, das ist so, wenn du es anzündest auf dem Löffel, wird das braun und dann ziehst du das in dein Nächster rein und dann. Deiner Bumm. Das ist krass, was Drogen hier aus den Menschen macht. Das ist so schlimm anzusehen, wie viele Obdachlose es hier gibt. Und also, die sind ja nicht. Die sind gar nicht da, die sind einfach Zombies. Einfach nur wegen Drogen. Das sind einfach mal Menschen gewesen. Jetzt nicht mehr. Das sind keine mehr. Zombies. Die waren auch in der Schule. Die hatten Freunde. Schau mal, dein Kumpel von früher ist so irgendwann ein bisschen so auf der Straße, der weiß gar nicht mehr, wer du bist und so. Ist Rock Crack?
in Rock, es gibt das ein Nickname, Rock, ja, würde ich sagen, glaube ich. Und ich weiß nicht, warum jemand sagt, dass Fentanyl nicht aus China ist. Es kommt auf jeden Fall, die Pillen kommen rein. Das ist Fakt. Das ist synthetisch, die kommen auf jeden Fall aus Mexiko und China auch rein. Ich will mal vorne sehen. Wir sind da jetzt, ne? Sir. Ich bin der Arsch über. Come here, buddy. Nein, Leute, ich habe keine OnlyFans. Ich habe YouTube dafür. Okay, wenn du jetzt hier rechts abbiegst, kriegst du so ein kleines Rechts, so aber du fährst geradeaus in den Park, mach rechts. Hier. Soll ich jetzt hier rechts? Da die Blumen. Firing Line. Also. Ah, hier. Warte. Firing Line. Viele Autos. Weiß ich, ob da viel was los ist, oder? Sind hier Rednecks? Viele Leute, ja. Hä? One spot right there. Okay. Perfect spot. Wir müssen nur beten, dass das Internet gut ist. Digga, jetzt wollen wir ein bisschen App machen. We did it. Das passt schon. Das passt schon. Ist nicht. Ich glaube, Lil Peep ist an Fentanyl gestorben. Ja. Oh nein, ich schwöre dir. Boah, lass ihn mal hier drin sitzen, lass ihn einfach. Lass ihn einfach rausgehen. Ich schwöre dir, erzähl nicht immer so Geschichten. Chat, wer würde gerne mit Kalle tauschen? Einfach. Er trinkt Bier beim Fahren. L.A. Das ist Spezi. Wird von mir betatscht. Das ist schon geil. Oh, Land. Lassen die jetzt wirklich hier sitzen? Ja, komm. Was mach ich mit der Powerbank? Wenn mindestens Hälfte drauf ist, dann ist scheiß drauf. Ja, es würde reichen. Ich glaube, es reicht. Kannst du nehmen? Oh, du warst weg, Digga. Ja, wir haben halbe Batterie. Dori, wir sind fertig, ne? Batterie müssen du hast die ganze Zeit geschlafen, wir sind fertig. Wir sind da, Freunde. Oh. Hört ihr schon die Schüsse? Ja, Mann. Boah, da schießen welche. Ja, ist auch Firing Lane. Hört ihr das Chat? Haben wir jetzt eine Pause. Ey, dann kriegst du mal einen kleinen Schuss. Digga, das war so geil, Mann. Digga, Dori, hast du ganz gepennt, ne? Bruder, das ist so krank. Digga. Du hast einfach die ganze Zeit gepennt. Die wollten dich nicht wecken, ne? Willst du noch mal schießen? Die haben jetzt gefragt. Fertig. Hä? Willst du noch schießen? Nee, wir können auch nach Hause. Lass gehen. Ja, lass gehen, komm. Okay. Ich kann mich nicht zusammenreißen. Hast du Trinken mitgebracht? Nein, kannst du glauben, dass du gewonnen hast, Digga. Und dann gib mir meine 20 Subs. Ich hab gesagt, ich gewinne. Du hast die ganze Zeit. Nee, das war rigged. Also haben die es in der reingelassen? Ja, natürlich. Hä? Ich hab verloren gegen Roddy. Ah, doof, dachte dir, der könnte Dorian verarschen, wenn wir einsteigen, ne? Haha, alle vier gefickt. Haha, komm raus. Du hast Chat gelesen, Junge, was redest du? Nein, Alter, jeder hat HH geschrieben. Nein. Holland, Dorian! Tu nicht so, du hast mies geglaubt. Nein, bist du doof? Tut er so. Warum solltet ihr aussteigen? Das Schlimme ist, dass wir dir zutrauen, dass du das geglaubt hast. Das ist das Dumme, dass wir ihm zutrauen. Und er glaubt jeden Scheiß. Komm, schick mir rein. Und dann halt deine Fresse. Wir haben ihm gestern erzählt, dass Kinderjoy als Dessert gibt bei irgendeinem teuren Benny Hanna. Er hat's geglaubt. Ihr habt Pass dabei. Wir glauben ihm jeden Scheiß. Ah, warte, ich hab dabei. Willst du die Kamera so low-key ein auf so? Die sagen, ich soll Durek. Sagen, ich soll Durek abmachen. Warum? Ja. Mach Durek ab, Sid. Oder das ist für meine Haare. Das ist ein Durek. Das ist kein Gangzeichen. Sie sagen, ich soll mein Durek abmachen. Das ist für meine Haare, um zu schützen. Das ist nicht ein Gangzeichen oder so. Ich weiß doch von nichts, Digga. Kalle? Das ist Culture. Das sind ja später. Das ist Culture, okay? Ich sag auch, mach die Dings ab. Was wollt ihr von mir? Und dann Rede, mach dein Durek ab. Einer ist hier mit Militärauto. Chobliat. Lücken guckt seine Nummernschild an, auf Russisch. Chobliat? Chobliat. Was heißt das? Bedeutet. Keine Ahnung, ich weiß nicht, Bliat bedeutet. Ich bin kein Russe. Verrückt.
Ja, okay. Neuen Ausweis dabei. Yes, sir. Ja. Ich mach meinen Drag nicht ab. Ich bin ein Pirat. Mein College Party. Ich hoffe, morgen kommt er. Wie kommt der Bastard darauf, zu sagen, wir waren schon da? Du hast geschlafen. Ich hab keine Ahnung. Das ist Dori ist. Man kann Dori geil verarschen. Ich glaube, ich weiß nicht, per Lane, vielleicht 2, 3, aber Schock, ich habe 2 Lanes. Eine Lane reicht auch. Und wenn ihr wollt, wir können auch eine Waffe mieten, noch eine extra. Wenn ihr irgendwas da geil findet, die kosten nur 10er oder so, also die kosten nichts. Haben die Reitras und so? Nein. Haben die was halbautomatisches? Nein. Ja, normal trage ich noch meine Uhr. Die sagen, Zittner trägt seine Uhr ja immer noch. Normal trage ich meine Uhr immer noch. Mit Einhorn. Jetzt geht's einfach. Lass mal so tun, als wenn wir lesen. She ride it like she's facts. We turn up to the...
Snowboard-Check ist auch so noch von den Who's with the last name Selleck? Yep, I got broke. Put down your phone. Yeah. Or your phone. Driven up? Good. Sie sagen gerade, ob wir irgendwelche Waffen ausleihen wollen. So goldenes Gas und so, Bruder. Ich nehme mir eine graue Pistole und damit bleibt es auch. Was anderes will ich gar nicht haben. Angst. Geht's? Ich hoffe, es ist drin in der Box dann auch okay. Weil wenn wir da drin sind, dann mache ich ein paar Türen. Tja, Raketenwerfer. RPGs gibt's hier, glaube ich. Da sind sie. Oh, das ist die Burst MP. Guck mal, die Burst MP. Da gibt's, kann man Granaten werfen? Das ist die Burst MP mit Dings, mit Aufsätzen. Die Drehschuss. Das sieht ein bisschen so aus. Ja, ja. Ey, kann man Granaten werfen? Ja. In Vegas, ja. Ehrlich? Aber nicht in sowas, ne? Ja, das ist hier was los, was wir machen. Ein Minigun. Das ist so Standard. Ja, ist das auch gerne sind Uzi. AK. Und das sind 30 MP. Vektor. Oder so ein Scar. Oh, lass mal rausgehen und ein Intro machen mit der Kamera. Was für ein Intro? Which targets? Target. Maybe. Was du willst? Maybe 5 of the 10 of the 8. 10 feet? Yeah. Gotcha. And then maybe, I don't know, maybe. Yeah. 13. 13? Was mit 1? Mäßig? Maybe 2 1s. One. Man stellt das gerade so, als ob es Essen ist, Digga. Boah, wir bestellen gerade diese Ziele. Man kann sich so aussuchen, welche Ziele man nimmt. Und wir nehmen 5 mal die 1, 8 mal die 13. Genau. Ich filme einfach. Solange mir niemand was sagt, filme ich hier. Do we have like double pumps? Kind of handy. Yep. So you guys can take pictures and do a little bit of stuff. Production cameras and so forth. Once again, I don't have a problem with that. I'm not taking responsibility. Oh, so you just keep the back there. Oh, we'll put it on the right. Yeah, of course. Right here, right now. Come on. Nee, das ist eine andere Marke. Yes. Besides me, I have. Wir noch live? Ja, ja, müssen wir. Warum? Wir könnten noch ein bisschen machen. Oh mein Gott, ein Setup nur und dann raus. Also nur ein bisschen drinnen und dann raus. Aber keine Ahnung. Das ist so eure Entscheidung. Was aus? Okay. Wir dürfen hier nicht. Anmann. Die dürfen nicht. Also, sie werden sonst rasiert. Ich hab keine Lust, mit den Waffen dann rasiert zu werden. Ja. Also, wir sind in Ammonation. Ja. Wir sind in Ammonation und wir dürfen nicht. Wir dürfen nicht Livestream, meinten die. Aber ihr seht's im Video. So. Ihr seht's im Video. Ich hab keinen Bock, jetzt irgendeinen Stress zu machen oder so, nur dafür. Wir gehen jetzt aber kurz schießen. Und, ja. Das war's aber vom Livestream, oder? Ich hoffe, euch hat's gefallen, Freunde. Ja, ich denke mal, war ganz cool. Die Qualität und so hat alles geklappt. Ich glaube mal, wir gehen, lass die Tage Universal Studios machen zum Beispiel. Ja, geil. Sowas. Ja, aber Chat, wir wollen es einfach respektieren. So. Ist ja auch kein Spaß hier mit Waffenschießen und so. Ihr werdet es ja in den Videos sehen. Deswegen, Kuss an alle, die da waren.
Danke an alle Subs, die reingekommen sind. Das können wir jetzt nicht vorlesen bei ihr. Ich finde es ein bisschen blöde. Danke an alle neuen Follows. Und wir hoffen, ihr supportet uns weiter, guckt weiter die Videos. Und ja, ich glaube mal, war ganz cool. Wir sehen uns.